Schönen guten Abend da draußen. Willkommen in den 30ern? 20ern? Nein, 27ern. Passende Musik heute zum geselligen Lötabend. Ich habe mich missverstanden mit dem Versio, oder vielmehr, er hat mich missverstanden. Bin ja heute noch ganz groß. Oh Gott. Ich sagte, ich will heute löten, damit habe ich aber nicht in Minecraft gemeint, sondern da geht es ja um das Projekt, den Tonuino, den ja der gute Thorsten auf Tonuino, nicht Tonuino, komm, steht ja gar nicht, das ist ein Quatsch. Ich hau euch kurz mal den Link hier rein, eine Open Source Musikbox auf Arduino-Basis gebastelt hat.
und auch Teile teilweise dafür zur Verfügung stellt. Eine Platine, die habe ich mir von ihm geordert, die hat er mir noch zugeschickt, damit ich es noch hinkriege, bis zum Geburtstag von meinem Sohnemann das Ding zusammenzuzimmern. Und was wir heute vorhaben, ist, das Ding zu verlöten. Und das tun wir anhand der super Videoanleitung. Die könnt ihr euch auch parallel ein bisschen angucken. Vom Daniel. Das haue ich auch gleich nochmal in den Chat. Fangen wir erstmal an mit dem coolen Projekt. Für die. Vielleicht packe ich das auch noch gleich mal unten irgendwo mit rein, dass man das dauerhaft irgendwie hat. Also einmal halt das schöne Projekt. Und wer dann quasi. Moment, jetzt muss ich nochmal den Link teilen. Oder kopieren. Wer quasi dann so ein bisschen nachverfolgen will, was wir vorhaben, der kann in den zweiten Link verfolgen, das YouTube-Video, wo eben der Daniel das Ganze verlötet hat. Und anhand der Anleitung werde ich das mehr oder weniger auch tun. Das ist dann quasi Löten wie Lego mit Anleitung. Von daher wird das auch jetzt nichts mega kompliziertes, aber es soll ja auch funktionieren. Ich bin schließlich eher noch Elektronik-Noob, also ich weiß, wie ich löten muss und alles, aber da jetzt irgendwie diffizil auf irgendwelchen Platinen rumzumachen oder so etwas. Das liegt mir nicht so, aber so wie ich das jetzt hier überblicke, ist das eigentlich ganz, ganz chillig. Und das haben wir eben heute vor, oder vielmehr beginnen wir heute damit. Ich will versuchen, das Projekt so weitestgehend eben zu streamen. Also morgen Abend machen wir je nachdem weiter. Wie es dann aussieht mit dem Thema Gehäuse, muss ich mal gucken. Ja, kein Thema. Vielleicht, also, ne? Ehre dem Ehre gebührt. Und ja, die Thema mit dem Gehäuse muss ich mal gucken, ob ich mit dem iPad drüben dann in der Gartenlaube dann irgendwie da zurande komme. Muss ich mal gucken. Dann wird es dann ein bisschen mehr Richtung Holz gebastelt, weil das soll dann so ein Kubus werden, den ich dann eventuell noch, muss ich mal gucken, wie ich die Muße und Zeit finde, dann noch ein bisschen auspolstere außenrum. Da habe ich so eine Idee, dass ich eine dünne Schaumstoff... Habe ich einen Zettel? Ich kann auch sowas machen. Ihr könnt euch einen Würfel schon mal vorstellen. Das kriegt ihr mit der geistigen Kraft der Imagination. Der solltet ihr das hinkriegen. Außerdem, wenn ich laber, heizt der Heizkolben auf. Der Heizkolben, soll ich schon. Der Lötkolben. Hoffi Paule. Schönen Gruß, der Hoffi Paule. Schön, dass du zuschaust. Und Cybi82 schätze ich mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist der Daniel. Oder der Thorsten. Ja, ich glaube, der Daniel ist es. Ja, also hier. Oh, ich sollte mich kleiner machen. Ja, so sitze ich mal gucken, oder? Wir gehen auch gleich noch näher ran. Das ist jetzt hier einfach nur die Totale. Ne, straightforward, einfach ein Würfel. Und die Seiten habe ich mir dann überlegt. Ich mache dann quasi, mache jetzt mal so, das ist so eine Holzplatte. Und auf die Holzplatte kommt dann einfach ein bisschen Schaum. Davon habe ich mehr als genug. Oder kriegt man auch relativ leicht hin. Ich hoffe, ihr kennt das gut von der, Reflexion. Ansonsten muss ich dann näher ranholen. Und auf... oder darüber wird ein abwischbarer... vielleicht imprägnierter Stoff drüber gezogen. Da habe ich... haben wir vielleicht sogar noch was. Ansonsten kenne ich Bekannte, die damit Geld verdienen, mit dem so Kinderstoffe, ne? Dann auch noch coole Kinderdesigns und die halt dementsprechend so ein Stretch... Nee, wer ist das? Naja, wurscht. Auf jeden Fall so einen geilen Stoff. Den spannt man dann noch drüber. Einmal dann so drüber, wie die Platten irgendwie drüber. Und damit er da festgenietet oder festgeklebt, muss ich mir noch überlegen. Und dann ist aber die Frage, wie ich denn... Kriege ich denn quasi aus diesen... wenn wir so rechnen, 4, 8, 6 Seiten. Dörren Würfel kriegt man auch noch zusammen mit 6 Seiten. Genau, der Daniel. Zeig, wie ist der Daniel von dem Smart Home Yourself. Und aus diesen 6 ausgepolsterten Seiten will ich dann halt so einen gepolsterten Würfel irgendwie zimmern. Ja, schauen wir mal. Aber das ist hinterher, das muss ich mal gucken. Das kann auch sein, dass das, ich sag mal, vielleicht offline passiert. Weil ich halt nur mit dem ganzen Setup hier wahrscheinlich nicht rübergehe oder vielleicht mache ich nur Teile davon auf dem iPad. Schauen wir mal. So, dann habt ihr schon mal eine grobe Idee. Ich habe eben gerade auch noch mal kurz ein bisschen reingesappt in das Video vom Daniel. Jetzt haben wir mal kurz alles, was wir da reingeschafft haben. Wichtigste ist hier der Lautsprecher. Nein, nicht das Wichtigste. Da soll hinterher das Bummtetterei rauskommen. Und da hatte ich mich jetzt mal dann dazu durchgerungen und dachte mir, okay, die Kids kriegen dahin, das irgendwie nass zu machen. Irgendwie sowas. Also dann habe ich mir einfach just for fun gedacht, komm, dann nimmst du in Wasserdichten. Ich weiß nicht, wie er klingt. Das wird noch hinterher witzig. Nicht, dass ich jetzt
zugunsten eines badewandtauglichen Toluinos, weil das bei den Klopfen schon nicht in Ordnung, bei den anderen Öffnungen, der Klang nicht so geil ist. Aber gut, das werden wir hinterher sehen. Dann habe ich mir hier noch besorgt. Ne, ich habe mir jetzt hier nichts erfunden. Ne? Also hier, da könnt ihr Lobpreiset nicht mich, sondern einfach das Internet und den Daniel und den Thorsten, Leute, die findigen Leute da draußen. Ob das jetzt so schlau war? Ein Micro-USB zum Rausführen. Den Saft für das Ganze da drin soll diese Powerbank liefern. Doch, passt Micro-USB, alles klar. Diese Powerbank, die dann in diesen Würfel verschwindet und dann den Saft für die Box liefert, die verschwindet dann da drin. Gibt doch mehr oder weniger gleichzeitig die Minimalmaße von der Box vor, weil das natürlich das größte Bauteil ist. Entschuldigung, man sollte nicht Kaffee trinken, wenn man so viel labert. Dann noch alte Buttons, die hatte ich noch über von einem Arcade-Stick zu den Street Fighter-Zeiten. Und dann hängen auch der Löt, die Kabelreste von damals noch dran. Ja, sorry, ich bin hier, nicht wundern, ich bin hier nicht Fight Club, ne? Erste Regel von Ravioli, man spricht nicht über den Ravioli-Löt-Club. Nee, ich habe mich nicht am Löten verwendet, sondern am Asphalt. Wir waren gestern auf dem Fastnachtsumzug und haben wir irgend so ein Plastiknetz hat sich in den Bollerwagen rein, in die Räder verzogen. Ich ziehe da auch, zerr da rum, wie man halt so ist, ne? Viel Kraft hilft viel, nee, nicht wirklich. Und zack, bam, ab. Ja, und dann halt die Hand so schön auf dem Asphalt geschliffen und dann hat das halt hier schön geblutet. So, das, die Buttons, drei Stück. Ich starte auch mal mit dem Standardprojekt. Also es gibt wohl, ne, das Standardprojekt vom Thorsten sieht vor drei Knöpfe. Es gibt auch noch findige Leute, die dann da in Java dann noch mehr Buttons hinterlegt haben und lauter coolen Kram. Aber wir machen erstmal quasi die Junior Edition. Die Farbauswahl, ich habe ja noch ein paar mehr. Es war ja ein 360-Controller, also theoretisch war gelb. Ich hatte erst überlegt, okay, du machst die drei Grundfarben. Ne? Rot, blau, gelb. Aber jeder Grün gefällt mir besser. Also diese Farbkombination gefällt mir irgendwie besser. Dann habe ich noch ein paar schwarz und weiß, das ist aber wurscht. So, Saft und Knöpfe. Kommen wir mal zum Herzstück. Oder vielmehr das, was halt eigentlich dann die Bühne werden wird. Das ist dieses coole Teil. Wo ja echt, kann man noch nicht oft genug wiederholen. Das empfehlen auch alle, würde ich mal sagen. Das ist diese vorgefertigte Tonino-Platte vom Thorsten, worauf dann die Einzelkomponenten eben drauf Platz finden. Ich hole euch mal ran jetzt. Ich hole euch mal ein Stück ran. Muss nicht immer alles so doof in die Kamera halten. Ne, ihr seht hier eh, wie läuft's. Das ist übrigens meine Taste, die kam aus unserem Inzel-Urlaub zurück. Das ist keine Corsage. Es sieht zwar ein bisschen wie eine Corsage aus, es sollte eigentlich eine, die selber von mir bemalt, es sollte eigentlich eher eine, so eine Art Lavatasse werden. Jetzt ist es eine Corsage geworden. Wo sind wir denn hier? Wo sind die Brio? So, Brio dich mal weg. Da links ist der Zoom. Machen wir mal raus, das heißt wahrscheinlich, kann ich gleich wieder... Bäh. Falscher Button. Boom. Müsst ihr mir kurz nach. So, damit allen schlecht wird. So. Läuft. So, jetzt sind wir schon ein Stück näher. Dann machen wir alles zu. Daddies, ja, wie gesagt, diese... Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video Huch, geht jetzt läuft irgendwas ab. Das Projekt jetzt hat er das andere gestartet. So, ja, also eben die Platine, auf dem findet der MP3-Player mit dem MicroSD-Slot Platz. Der Arduino, der sozusagen die Rechenpower liefert. Plus eine Steckerleiste, oder wo die Kabel weggeführt werden für das RFID. Darüber werden dann sozusagen die Tapes, die Bänder oder die Hörbücher oder Musikspiel, was auch immer man dann abspielen will, darüber geladen. Keine Labertasse, eine jetzt Labertasse. Ja genau, das ist die Labertasse. Die heilige Handgranate hat überhaupt 10 Monate hingelegt. Ich habe es total verpasst, sorry. Bloß lauter Steckerleisten für Saft. Das sind für die Lautsprecher. Und das sind die diversen Steckerleisten für den Saft und Co. Als auch hier noch den Widerstand, der dabei ist und so weiter und so fort. Und da ja andere Leute dann Fehler beginnen und dann das korrigieren. Wobei, jetzt witzigerweise für den Daniel, der hat es wahrscheinlich dann auch jetzt in der neuen Version gesehen, der Thorsten hat jetzt bei der Version die Steckerleisten schon vorkürzen lassen. Also quasi, da sind jetzt hier diese, um den 3-Player dann hier nachher steckbar zu machen. Da sind schon zwei vorgekürzte
haben sie ja so Steckerbuchsen dabei. Die blödet man dann hier an, Quermlinge heute. Plus zwei, die passenden Länge schon haben für. Nee, hängt alles. Für den Anuino. Das kommt dann im Hirn entsprechend drauf. Und plus die Steckerleisten wiederum. Die dann entsprechend dann auch dann ihren Platz auf dieser Platine finden. Und wenn wir dann alles verlötet haben, plus dann die Kabellage, gucken wir mal, ob wir heute kommen. Dann testen wir das mal. Ich habe nämlich noch gar, wie gesagt, ja, der ist überlegt, ah, machst das einmal trocken vorher und dann zeigst du das, ne, so cool, boah, ich habe schon alles hingekriegt. Nee, wir machen hier Blindflug. Also hier kann auch alles schief gehen. Ich habe keinen Plan, ob die Teile funktionieren oder nicht. Zum Schluss werden wir es sehen. Yeah, Side Effects schenkt so der Abis. Also hier ist nochmal ein Twitch-Pro am Start. Freut mich. Ovia, es wird eine Tonuino-Box gebastelt. Die Leute im Chat sind bestimmt so nett und hauen gleich die beiden Links, die wir brauchen, nochmal rein. Dann geht's an. Eine Vorführeffekt. Genau. Den hatte ich die Tage. So, jetzt stütze ich die einmal kurz runter und dann können wir anfangen. Hier die schicken Kabel. Habt ihr euch schon gesehen, die Bluten. Da geht's dann mit rum. Ich hoffe, es langen überhaupt alle. Weil sein Video war irgendwie mehr über. Naja, wird schon passen. Mit, machen wir einfach nächstes Mal weiter. So, so. Ich habe mir das hier so schön in diese Kisten nochmal gepackt. Hier ist der Arduino. Können wir eigentlich schon mal aufproppen. Yep. Das macht dann, leistet dann quasi die Ration Power. Ich habe noch nie mit dem Arduino oder irgendwas gearbeitet. Schauen wir mal, ob das, was da zu beachten ist oder nicht. Und der findet dann eben zum Schluss seinen Platz hier auf dieser Platine. Dementsprechend, wenn dann die Steckerleisten drauf sind, den dann das Ganze berechnet. Da rein, den brauchen wir gerade noch nicht. Doch, eigentlich fangen wir mit dem hier an. Und hier ist noch so ein Kabel dabei. Das Zeug habe ich bei, wie hieß das? AZ Delivery oder sowas. Also wenn ihr bei Amazon das Zeug sucht, findet ihr meistens einen Lieferanten davon. Da gab es auch mal ein Package, wo quasi so ne, die ganzen Komponenten schon irgendwie vorgefertigt, nicht vorgefertigt, vorkonfektioniert dabei waren. Gibt es aber wohl nicht mehr derzeit, aber man kriegt es auch so, wie ihr seht. Machen wir mal weiter. Was wäre das nächste wichtige? Der MP3-Player. Den kann man auch mal aufmachen. Das ist witzigerweise, habe ich nicht mehr gesehen. Da habe ich jetzt so ein Dreierpack bestellt. Ich muss die Kamera hier nehmen, sonst werde ich sonst rein. Ja, machen wir so ein Dreierding, eines von den Dingern mal auf. Was ihr da übrigens hört, habe ich ja gar nicht vergessen zu erwähnen. Nee. Ist von archive.org, habe ich mal ein bisschen so alte Platten einfach mal angeschlossen. Die sind free of license und hast nicht gesehen. Das macht es dann einfach hinterher einfacher, dass da keine Hits oder sowas kommen. Und dann irgendwie sagt, hey, ich mach mal deinen Stream oder deine Musik stumm, weil du irgendwelchen Lizenzkram verwendet hast. Deswegen einfach heute, oder für die Zeit einfach Creative Commons Musik. Nichts Aufregendes. Aber ich denke mal, dadurch könnt ihr einfach der ganzen Sache vielleicht folgen. Und der eine oder andere gibt wahrscheinlich jetzt noch einen Tom und Jerry Wein in der Stimme. So. Hier ist dann der MP3-Player, das MP3-Player-Modul. Da kommt dann die Micro-SD-Karte rein. Ich muss mal gucken, ob ich hier ein paar habe. Das wird auch noch witzig. Das muss ich mal rauswissen. Hier habe ich einen Micro-SD-Adapter. Sollten wir das Unerwartete heute schon fertig gelötet bekommen, muss ich schon mal schauen, wo ich eine Micro-SD-Karte finde. Ah, ich weiß, glaube ich, nicht. In der Action-Kamera dürfte einer drin sein. Jo, das Ding. Und dann das Stück, mit dem wir dann die Hörspiele oder Musikspiele, also primär ist er ja zum Hörspiele abspielen gedacht, aber er kann auch genauso gut Musikstücke dann abspielen. Dann ist das diese RFID-Antenne oder vielmehr eigentlich der Sender. Die Antenne ist ja das. Bei RFID-Technik ist ja so, das ist ja quasi eine Antenne, die das empfängt, der sendet. Ja, der schickt seine Energie raus, das Ding reflektiert das zurück und kriegt das moduliert zurück und weiß dann, okay, hier ist dann eben, da ist dann folgendes Ding mit sonst was drauf. Und dann packt man dann quasi, sagt man, wenn das ganze Ding mal fertig ist, legt man eine Karte drauf, der Arduino, der Tonuino sagt dann, oh, hier eine neue Karte,
was soll ich noch drauf spielen? Und dann kann man über die drei Knöpfe auf die SD-Karte sozusagen eine Ordnerstruktur hin navigieren und sagen, das ist jetzt das Lied oder das und jenes. Und dann legt man dann zukünftig die Karte drauf und dann spielt er das Lied ab. Es gibt auch wohl im... Also er lässt dann quasi dieses Lied abspielen und tut es auch, wenn man die Karte wegnimmt. Es gibt aber auch, das kennen die Leute draußen, die Tonys kennen, auch Leute, die das so ein bisschen so gestrickt haben, dass man es die Karte drauf belassen muss, sozusagen. Tatsächlich dachte auch erst, oh, ich fände das eigentlich cooler, aber wir haben zwei Kinder, da ist es, glaube ich, doch ganz cool, wenn einfach abspielen drauf und fertig, weil dann gibt es keinen Gestenker, dann reißt irgendwer einer die Figur oder die Karte oder was auch immer weg und dann ist dann das Gezeter groß direkt am Start, deswegen lassen wir das einfach so. Ja. Okay. Ist auch immer so eine FD-Plastikkarte dabei. Ich habe mir gleich mal so einen ganzen Satz besorgt, falls dann das hinhauen sollte. Boom. Dann, das machen auch viele, also ich erfinde hier nichts Neues, aber die Ideen sind natürlich cool. Warum nicht dann aufgreifen, Etiketten dann einfach zu bedrucken, um auf diesen Karten sozusagen dann ein Cover drauf zu packen. Über das entsprechende Hörbuch. Damit man auch weiß, was man da abspielen will. Hey, der Knuro ist sogar dabei. Und dann ist hier nochmal, also wer Bock hat, dann legt da halt noch so einen RFID-Chip bei, der macht dasselbe. Ja. Schauen wir mal, also wenn wir das durchschauen, dann zeigen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal im Stream, wenn das laufen sollte, dann auch irgendwie die ganzen Funktionalitäten und dann sagt ihr, ey, geil, will ich auch machen. So ist es ja dann schlussendlich auch bei mir gelandet. So, jetzt packe ich das hier alles erstmal zurück, das brauchen wir erstmal soweit nicht. Knöpfe brauchen wir auch erstmal wahrscheinlich weniger, schauen wir mal. Gucken, was der Lötkolben macht. Der ist gut. Ich habe nämlich jetzt einen anderen mitgebracht. Mein Anna ist ja die Lötspitze hinüber und ich hatte jetzt keine Lötspitze besorgt, deswegen habe ich mir den einfach geholt und gut ist. Genau wie mein altes Dreibein, sage ich. Meine dritte Hand. Die mir dann auch jetzt heute dann wahrscheinlich zu Rat und zu Tat beistehen wird. So, die Kabel brauchen wir nicht. Das ist steckbar genug. Namen, du Love-Check. Jo, Namen D. So, den Lautsprecher brauchen wir eventuell und diese Kabel. Plus, wichtigste, eine fette Kiste mit Schlumpfschläuchen. Schlumpfschläuchen. Gibt es eigentlich auch Schlumpfschläuche? Da muss ich doch mal gucken, was wir da brauchen. Ich habe mir schon mal das Schwarze hier ein bisschen zwei Größen geholt, von denen ich hoffe, dass es passt. Ach, ein Feuerzeug möchte ich mir noch mit hinlegen. Ich habe nicht so ein cooles Flambierding wie der Daniel. Ich muss auch oldschool mit Feuerzeug machen. Okay. Bin echt gespannt, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Genau, der Schlumpfschlauch sind die blauen. Die heilige Handgranate. Im Hintergrund läuft quasi Grammophon-Style. Aktuell läuft da, lass mich mal kurz so gucken, das ist die Columbia Connection und da läuft Bye Bye for Baby von Baby Will Bye Bye You von 1928. Einfach Open Source. Wer da ein bisschen schmökern will. Unaufgeregte Musik passt perfekt dazu. So, wir rücken das nochmal ein bisschen hin. Jetzt muss ich kurz mal in mich gehen. Wir wollen als erstes wahrscheinlich den Arduino hier drauf zimmern. Das heißt, die Sachen tun wir mal zur Seite. Die beiden Steckerleisten, die Sachen kommen zum Schluss. Zusammen mit dem Widerstand. Und den müssen wir zum gar nicht verlöten, weil da ja. Ja, und Lizenzfreiheit, genau. Deswegen. Das war ja dann der ganze Gag dabei, oder nicht? Das ist. Ich sehe es hier. Packklick ist mir schön Packklick Domain und damit genau mit dem Käbelchen hier verbinden wir dann nachher unter anderem dann den RFID mit der Hauptplatine. Und das brauchen wir auch erstmal so schnell nicht. Das heißt, die Komponenten hier sind unsere Hauptsorge. Eigentlich nervt mich, dass ich dieses blöde Pflaster da jetzt habe. Das ist man eingeschränkt in seiner Bewegung. Jo. Das brauchen wir auch nicht.
Okay. Ich hatte jetzt überlegt, okay, wie muss denn dieser Tonuino denn, dieser Arduino denn drauf? So? Nee, kann ja gar nicht hinhauen. Die Buchse muss dann nach außen. Also geht's eigentlich quasi nur so. Geht's gar nicht. Steht sogar hier. Da steht sogar drauf, dass Starter Arduino nachhauen kommt. Hier nur die Platine. Die Platine in ihrer wollvollen Pracht. Auch schön mit Schraublöchern. Ach so, das Material brauche ich auch noch, fällt mir auf. Ich muss es ja auch noch irgendwo hinterher in die Holzkiste bekommen. Da muss ich mir noch so hier so Gewindehülsen oder sowas besorgen. Mal gucken, ob ich noch was auf Arbeit finde. Und jedenfalls muss man das halt noch bestellen. Ich stream nicht mit der Hilde. Ich stream mit dem großen Telecaster 2000, so viel Zeit muss sein. Aber das gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel. Ist auch stammt auch von Craigie, die Kiste. So, das heißt, ich habe ja das abgeguckt hier beim Daniel. Stecken dann quasi das hier so drauf. Ist das eigentlich eine Richtung bei den Steckerbuchsen? Ist das wurscht? So. Bringt das einen Unterschied oder muss ich das festdrücken? Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben. Also ihr seid da wahrscheinlich weitaus besser erfahren als ich, was die Löterei geht und alles. Das Problem ist aber so Sachen, ich habe die Erfahrung, die mir da ein bisschen fehlt, dass nach fest kommt ab, ne? Also einmal zu fest gedrückt und... Ah, okay, geht. Ein bisschen Gefühl reindrücken, dann geht das. Genau, der große Telecaster 2000, so viel Zeit muss sein. Dankeschön. So, arbeiten wir da so ein bisschen rein. So. Okay. Dann haben wir das schon gemacht. Dann gehen wir da rauf. Das ist echt nett, wenn das schon fertig ist. Das ist echt wie Lego dann. Elektronik-Lego. So, reingefrieren kommt das hier. Tatsächlich hat der Thorsten... Aktuell wohl wegen der Corona-Geschichte gibt es da Lieferengpässe. Und er hat mir quasi seine letzte Platine, die er noch daheim rumfliegen hat, die wohl, was hat er geschrieben, irgendwelche Schönheitsfehler hat, aber funktionierend, dann einfach noch netterweise geschickt. Fand ich voll cool. Ja. Berliner reinlöten, auf geht's. Oh, jetzt kommst du aber mit Hardcore... Fragen, Krastorius. Ja, das ist voll easy dann, ne? Hast dann hier einfach die Pinschen, die dann da rausgucken. Da muss so richtig hart ran an die Brio. Und dann einfach dann Lötkolben drauf, ein bisschen Zinn drauf und fertig, ne? Geil. So. Das habe ich mir auch abgeguckt, ne? Ich Ehre dem Ehre gebührt. Wahrscheinlich wird man auch irgendwann mal auf die Idee kommen, wenn man öfters lötet. Ist hier diese. Die habe ich auch schon ewig. Einfach das auf die dritte Hand mitzumachen. Dann hat man so einen schönen, so einen Abroller. Voll gut. Ich mag ja so einfache, aber effektive Ideen. So, mit der einen Seite halten wir das. Das musst du fast nicht festhalten. Das verkeilt so schon ein bisschen, weil die Beinchen so ein bisschen nach innen geneigt sind. Das hält fast so. Braucht man nicht löten. Nein, Quatsch. Natürlich. Ja, Christoph, ja, wie es halt immer ist, ne? Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach, ne? Das Lot mit Blei. Elektroniklot RA. Ja, ist mit Blei. SN, Zink, 60, PB, 38, Kupfer 2. Ja. Schlimm? Ich hätte hier noch einen anderen Fetzen, von dem ich nicht weiß, ob er blind hat. Darf ich jetzt nicht in den Fingern lutschen, ja? Ich warte kurz mal ab. Dass jetzt sowas kommt. Alter! Oh, der Zweibein ist ein Neunludel. Grüß dich. Ich kann ja derweil schon mal versuchen, das hier irgendwie festzumachen. Dann machen wir hier diese zwei Arme. Da habe ich auch schon alles andere außer gelötet mit dem Ding drauf. Das eine hält's fest. Geht das noch? Ja. Das andere macht das so. Abgedeckt. Bisschen so runter machen, damit man da ja, noch ein bisschen das auch schön sichtbar ist. Wo die Lupe kann ich mir sparen. Die ist auch so dreckig.
Bitte, Fork, was das mal werden soll. Das Ganze wird eine... ein kleiner MP3-Player sozusagen, der angesteuert wird über RFID-Karten oder vielmehr die, was zu abspielen ist, eben über RFID-Karten auslöst und das Ganze dann mit Akku in einer kleinen Box, um für ein Kind als Hörspielbox zu dienen oder als Musikbox. Sei froh, ansonsten brauchst du einen stärkeren Lötkolben. Achso, ja, weil dann der Fließpunkt, Schmelzpunkt einfach niedriger ist. Ja, klar. Ja. Ja. So. Ich habe gerade kalte Hände. Vielleicht sollte ich echt erstmal die Hände löten. Seht ihr das gut genug oder soll ich nochmal ran? Wollt ihr noch näher ran? Geht das? Ich meine, ich kann noch ein bisschen runtergehen. Dann. Achtung, kurz mal die Ohren. Oder vielleicht frage ich es kurz. Ich habe noch ein bisschen Platz hier oben. Also komme ich ungefähr bis hier hin gar nicht mehr hin. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal gleich an. Dann von links nach rechts, von rechts nach links. Und dann läuft das. Wenn ihr gleich noch schreibt, ob ihr noch mehr sehen wollt. Oder quasi noch näher ran wollt. Kriegen wir die Beinchen, Buchsen auf den MP3-Player drauf. Ja, der ganze Auslöser für diese ganze Geschichte war ja wiederum einer von euch da draußen. Ne, der nächste Shoutout geht an euch und dich, dessen Namen ich leider vergessen habe, der sich einen Hörbert gekauft hat. Das ist auch quasi auch so eine Musikbox, die aber einfach nur über 9 Tasten quasi das Lied auswählt. Die wird in Deutschland produziert. Und das Ding kostet 250 Euro, kommt halt in einer schön gefertigten Holzkiste. Aber dachte ich mir so, what the, das muss doch, da muss doch... Mit dem Button war mir halt, also insgesamt fand ich die Kiste schön, aber dann halt, dass es so eingeschränkt ist mit den Knöpfen, das fand ich irgendwie blöd. Deswegen habe ich dann einfach auch kurz recherchiert und bin dann vom Toni, vom Höllchen auf Stöckchen gekommen und bin dann eben beim Thorsten auf dem Toni Inno Projekt gekommen, gestoßen. Ich baue jetzt hier gleich diesen, irgendwo in die Beschreibung muss ich mal diesen Link reinpacken. Und bin dann eben, wenn ich mich nicht 10-mal wiederholen muss, bin ich dann sozusagen auf dieses Toni Inno Projekt gestoßen, bisschen einen Schlag gemacht, gefragt, hier, wie sieht's aus? Jo, läuft, passt. Und hab dann das Material zusammengestellt, hat noch dann von dem Daniel, der wahrscheinlich auch noch zuschaut, hoffentlich, mir noch ein Video angeguckt, der das auch quasi in Videoform wirklich gut, also das ist, gibt noch einen anderen, der das in so einem Livestream mit ein bisschen mit Metal-Mucke gemacht hat, aber beim Daniel ist das echt super erklärt, also da habe ich gute Hoffnung, dass ich das jetzt auch hinkrieg. Kinder gebettet, Vater lötet. So ungefähr. So, es kommen keine Widersprüche. Klappt die Lupe um genug. Ach so, meinst du oder was? Hä? Wäre das witzig? Genug zu. Dafür sind die da. Das wäre natürlich witzig, hä? Mal gucken. Gleich geht gleich alles vor die Hunde. Ich sehe nichts mehr und überhaupt, dann hast du nicht gesehen. Und ihr seht auch nichts mehr. Weil das bringt's ja voll. Nee, Quatsch. Ist doch Humbug. So ein Humbug. So ein Lötzinn. So, schon mal den hierher. Machen wir das kurz. Achtung! Guck mal, das geht doch. Da ging noch ein paar Zentimeter gehen noch. Dafür ist meine Konstruktion hier doch super. Ist so ein bisschen nach da gerutscht. Das ist aber nicht wirklich schlimm. So. Allen wird kurz schlecht. Alle aufgewacht. Und es ist nicht besser geworden. So. Okay. Fangen wir an. Lötet man von rechts oder Hand? Ich bin Rechtshänder. Von daher löte ich mit der rechten Hand. Naja, wenn du 2 bis 3 Kits am Ende brauchst für ein Gerät, sind 250 gar nicht so viel. Ja, auch wieder wahr. Da sind wir nur als Holzkiste und die Arbeit... Ja, ich weiß. Ich will es ja nicht schlecht reden. Ich hatte ja auch die Verarbeitung alles, fand ich ja nett. Nur fand ich das Konzept mit den neuen Knöpfen einfach, das hat mir nicht zugesagt. Ich hätte tatsächlich sogar gesagt, ja hier, ich unterstütze das Projekt von denen. Einfach, weil es quasi in gewisser Weise auch... Die geben halt auch ne, so eine Nachkaufgarantie, dass man... was geht schon? Also... Nachkaufgarantie und Reparatur, ne? Also im Sinne von Nachhaltigkeit, dass da halt auch ein bisschen was dran ist. Aber wie gesagt, da fand ich halt das Konzept mit den neuen Knöpfen.
das ist so eingeschränkt. Und als ich mich dann weiter mit diesem Turnuino-Projekt beschäftigt habe und gesehen habe, dass da auch weiter Leute mit Java da coole Sachen programmieren, ist da halt noch, ne, da ging das Bastler jetzt so ein bisschen dann noch durch. Und da habe ich gesagt, das wird's jetzt. So. Jetzt probieren wir das einfach mal. So, kurz mal in mich gehen. Na komm. Bisschen darf schon sein. Muss halt aufpassen, ne? Nach fest kommt ab und nach heiß kommt verbrannt. Und dann war es das mit dem Pin und allem. Besser. Lötpumpe habe ich auch noch zu nehmen. Ja, ich weiß, der Hörbettsatz kostet auch noch. Aber wie gesagt, da geht es dann auch eher. Die Kiste kostet dann quasi nur 130 dann, wenn man es dann sieht. Aber da war dann schon schlussendlich, war es wie gesagt, das Konzept, das Bedienkonzept fand ich dann irgendwie nicht ganz so meins. Na. Ich kein Profi, ist das eigentlich, ne? Von da an, ich über Tipp, Rat und Tat. Naja, eher nur Rat. Tat geht nicht. Jetzt müsstet ihr herkommen. Frag mal einen Cracky nach einem alten PC-Lüfter, der die Dämpfer überhaupt so. Da wird eigentlich, habe ich schon überlegt, so eher für die Lützendämpfer. Man macht man sich nicht einfach. Es gibt hier diese, kennt ihr diese Cappies, wo dieser Ventilator drin ist? Du setzt einfach auf und machst so. Lüfter? Theoretisch. Wie sagt man so schön bei so Lastern? Dafür rauche ich nicht. Halt den Lötkolben am besten länger an die Pins und vor allem an das Lötpad daneben. Ja, stimmt, das Lötpad, ne? Also, dass ich nach nicht am Lötkolben mehr. Ach so, meinst du? Ah, okay, ja, gut, hast du ja eigentlich recht. Lötpad nennt man das. Ja, gut, okay, das hat ich nicht missverstanden. Man lernt ja dazu. So, das sieht noch alles relativ ungut aus. Das ist quasi das Lötpad und. Lötpad und der Pin heiß werden sollen und dann der Rest und daran das sozusagen das Lötzinn schmelzen soll. Alles klar, verstehe. Verstehe. Tatsächlich die Lupe gar nicht so verkehrt. Also die Lupe. Um das mal anzugucken. Nicht lachen! Das ist mein erstes Mal. So richtig dolle, was das Blöde angeht. Ja, das sieht noch nicht so gut aus. Das sieht noch nicht so dolle aus. Ich sehe
Der sieht noch ungelötet aus. Der und der und der. Oh, ja, ja. Lötfett nicht, aber ich hab... Brauche ich das? Das ist doch in diesem Lötzeug doch irgendwie schon drin. Ich hab so ein Flussmittel. Das hätte ich. Kalte Lötpunkte, ja, ja. Die sind nicht nur kalt, die sind gefroren. Viel zu fette Spitze. Okay, jetzt so langsam kriege ich den Dreh raus. Als ich mit der Spitze zwischen auf Pin und Lötpad gehen. Kurz warten. Und drauf. Auf geht's. Das ist das Schöne, wenn ich jetzt hier so rumlöte, dann könnte ich schon rummeckern. Boah, die Mucke. Stellst du so krass, ja? Dick und doof Musik, ja. Das sind aus den 20ern die Mucke. Die einfach dann hier oben nicht Public Domain ist. Nutz doch mal die Kamera als Lupe. Näher und zoom und dann das Bild auf dem Zimmer ansehen. Meinst du so noch? Ja, noch gern. Ich kann ein Stück kann ich noch, aber dann bin ich klar mit der Brio im Bild. Und das mache ich eigentlich nicht. Wupp, Hilfe. Das hört euch kurz schlecht. Ich möchte nämlich nicht das Stativ im Bild. Was hier? Ich bin das Gewusel. So, ein Brio über mir, das geht. So. Ihr könnt natürlich auch gern mir jetzt aktuell andere Public Domain Geschichten einfach nennen. Dann switche ich dann natürlich auch gerne rüber. Oder ich gucke, ob ich da so ein bisschen Big Band Style bekomme. Ja. Sieht doch sogar okay aus jetzt, oder? So, auf den ersten Amateurblick. Nicht schön. Aber. Da sollte. Die ganz rechts hier, glaube ich, noch, ne? Die zweite von rechts. Können noch ein bisschen was. Guck mal, die sind noch nach Größe sortiert. Von links nach rechts werden sie größer. Machen die untere. Let's do it! Jetzt haben wir ja gelernt, jetzt kriegen wir das auch besser. Ich muss ein bisschen zoom machen. Cool.
das vielleicht sogar der Turek, der das? Ich hatte noch überlegt, ob ich vor dem Stream kurz nochmal gucke in... Das war in einem von Cracky Stream, wo er das erzählt hatte, ganz zum Schluss, aber ich bin nicht mal ums Verrecken aufgekommen, wann das war. Als er das mit dem Herbert erzählt hat, und das war, sag ich mal, so der Startschuss für mich. Der soll natürlich auch sein Lob erhalten. Oder den Ding zitiert werden. Rhetorik hat es wahrscheinlich ja jetzt gerade so Ordnung gehabt, was das Thema angeht, deswegen ist es vielleicht gut möglich, dass er das sogar war. Also, weil ich die letzten Mal gucke ich auch wieder hoch auf den Chat. Ja, ja. Guck mal, das sieht doch schon viel besser. Guck mal, zweite Version ist gleich besser. Zum ersten Massaker wiederum auf dem Vergleich. Ja. Ja, wie, du kannst mir kurz mal schreiben, Turek. Mich hat ja, wie gesagt, die Turek-Box. Das ist die Turek-Box. mit den neuen Knöpfen. Das nur, ob ich mir das nur so begrenzt vorstelle oder ob da auch ein bisschen kaum hat man es richtig. Ob die neuen Knöpfe nur in meinem Kopf begrenzt sind oder ob da schon noch mehr geht. So. Okay. Nehmen wir die jetzt raus? Oder eigentlich können wir sie gleich drin lassen, ne? Wo steckt der denn schon? Weil der ist ja jetzt kein akuter Bedarf, das Ding rauszuholen. So, und das andere machen wir jetzt hier mit dem DF-Player. Und so wie ich es verstanden hatte, sieht wahrscheinlich so aus, als wenn hier so die Karte rein muss. Ist ja auch irgendwie logisch, weil auf der anderen Seite die Kabel rausgucken. Das heißt, das muss so rein. Und wenn ich es andersrum machen würde, würde hier das Kabel, die Pins weggucken, dann kann ich die Karte ja gar nicht reinschieben. Das ist aber locker jetzt, aber das ist nicht weiter dramatisch. Das heißt, reinklemmen. Oh, ich hab mir was eingeklemmt. Das ist runter. Dann machen wir das so. So wo links, rechts, geradeaus. Dann ist ein Buch gekippt. Kiebel sitzt, wackelt und hat Luft. Und dann läuft es. Tiefland, das ist seit 27 Stunden weit. Danke, grüß dich. Also jede Farbe spiegelt einen Folder mit Musik wieder. Den drückt man dann zweimal und dann springt er euch nicht die Little Form. Merkt sich dann irgendwelche, welche Farbe, welche Musik ist und dann findet er sie so wieder. Hat eine Abschaltomatik und ist stoßsicher. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da was mit ist, ja. Ja, da bin ich schon gespannt, weil die Teile sind halt wirklich... easy peasy, was das Ganze angeht. Ich bin nur gespannt, was ich mit der Powerbank mache. Ich kann sie nicht aufschrauben, nix. Ob ich die mit einer Verklebung mache oder. Ich glaube, besser, ich würde die wahrscheinlich mit so Lochband festschrauben. Das wird wahrscheinlich das sicherste sein. Und einfach mit so zwei Lochbändern auf dem Holz Innenseite festschrauben und dann ist das, kann das Ding dann weg. So die Idee. Idee. Eine Idee. Manchmal doch ungeduld. Ich so, oh, ich hatte auch die Spitze drauf. Warum kommt denn da jetzt? Warum schmilzt denn da nichts? Und ich. Okay, jetzt läuft's.
Nee, das war nix. Von die zwei, ne, die so dünn sind. Ich glaube, die können noch. Erstmal hier. Die festmachen. Kraulin, das halbe ohne heute nicht. In meiner Musikwahl. Okay. Lithiumionzellen wäre mir persönlich wieder zu heiß. Lieber Nickel, Metall und Dildakus, dann kann echt nichts passieren. Und die sitzen auch bei fest in der Fassung. Keine Ahnung, was die Braunwind macht, wenn du ein paar Unsaft in den Boden kriegst. Ja, hast du auch wieder recht, ne? Was ist denn drin gebaut? Das ist eine Rough Power Prime. Mit 10.000 mAh. Wird ein Nimm-Akku wahrscheinlich sein. Oder das andere, ach so, genau, was ich auch noch überlegt hatte für die Elektronik, wobei das nicht zwingend sein muss, ist mit Gummipuffer dazwischen. Oh, hat sich das blöde Lötzinn so dumm in die Rolle gewickelt. So. Mühe geht wieder. Ich hatte auf archive.org, gibt es auch aus von der dieser Plattensammlung, kann man auch mit dem Filter nach Deutsch suchen. Dann habe ich aber irgendwelche Kaiser Friedrich und sonst irgendwas gesehen. Da dachte ich so, nee, lass mal. Nicht, dass nachher noch irgendwie die Polizei hier steht. Blöd ist in diesen Tony-Geschichten, nicht nur, dass diese Tony-Box, also gut, die kostet auch irgendwo 100 Euro, ist auch okay, dass diese Hörbücher dann schweineteuer sind, dass die auch noch dann über WLAN runtergeladen werden müssen und dass diese, wenn man sich selber Hörbücher irgendwo hinpappen will, dass man die dann quasi in die Tony-Cloud oder wie auch immer was packen muss, das hat mir nicht gepasst. Lang. Ich kann. Kennt ihr das, wenn ihr aber etwas sehr konzentriert blickt, wie jetzt hier sowas Feines? Und dann fängt es an, einem die Augen so zu drillen. Nicht schwindelig, aber. Ich noch richtig zu pinnen.
Na? Was gebaut wird? 8 Lithiumzellen, okay. Ja. Ich sag mal, dadurch, dass ich dir, das war jetzt so, um einfach mal zu gucken, wie das läuft. Wenn mir das auch irgendwie zu doof wird, ich habe ja gesehen, es gibt auch, auch sogenannte so Arduino-Komponenten, wo dann auch andere Akkuzellen aufnehmen können, die kleiner sind, wo man dann wieder noch eine Zusatzelektronik eventuell braucht. Da wollte ich aber, ja, das war mir dann irgendwie zu, da habe ich zu wenig drüber gelesen und deswegen habe ich gedacht, komm, ich nehme erstmal das. Wenn ich dann noch eine bessere Lösung finde, kann ich die immerhin noch weiter nutzen. Das ist halt auch noch ganz schön. Ja, das sind ja original digitalisierte Aufnahmen halt aus den 20ern, aus den 20ern oder 30ern. Deswegen dieses Knistern, das ist halt dann von der Platte. Das müsste doch eigentlich. Da müsste doch das Herz aufgehen, Salvo. So, jetzt muss ich hier kurz mal gucken, ob ich da hier fabriziert habe. Oder ob. Ob er das so messen kann. Schön ist halt kein Fuß, ne? Ja, schön ist es nicht, aber. Sollte passen. Preise gewinne ich damit nicht. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt haben wir das drauf. Als nächstes können wir eigentlich die Pinleisten dann drauf machen. Krass, okay, ja doch. Allein eben der MP3-Player ist doch ganz. Ist ein bisschen warm geworden, ist krass. Einfach unfassbar was. Na gut, die ganzen. Ist alles miteinander verbunden elektrisch. Über Leiterbahn, dass dann die Wärme da ist, sich einfach ihren Weg sucht. Crazy! So, was hab ich gesagt? Leiter, die Pin-Dinger hier. Das heißt, das waren 8. Kommen wir hin. Die können wir dann hier festmachen. Wie machen wir das jetzt am Scheißen? Ich bin eingespannt. Das ist blöd. Muss ich auch wieder drücken, ne? Kann ich die Platine nicht fassen? Ich kann es nicht fassen. Ich kann sie so quer nehmen. Das geht. Immer so quer. Was ist denn mehr? Hier kommen die hin, auf die Unterseite. Jetzt am besten erst einen ganzen. Was? Jetzt am besten erst einen ganz außen löten. Dann hast du notfalls. Ah! Ja, hast recht. Ja, den einen sozusagen als Fixpunkt anlöten und dann weitermachen. Oder was? Wie? So ungefähr. So verstehe ich. Meinst du mit der Hand anlöten sozusagen? Hand mit der Hand anhalten? Oder fehlt dann. Hä? Fehlt mir eine Hand. Ah, hol's mal ab. Ich glaube tatsächlich, ich nehme das Stift aus da rein. Das ist doch dran. In denen, ja. Na? Ich habe noch 2 Füße notfalls. Ach, das ist doch der Thorsten. Jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich gerade erkannt den. Jetzt habe ich gerade den Nick erkannt.
So, das ist quasi schon fix. Ich bin so ein Lötloop. Moin, für sowas gibt Blödspaste für SMB-Bauteile. Ah, meinst du, das ist so eine fettschmierige Paste oder was? Die man dann die Löcher damit bestreicht, dann wahrscheinlich das Ding, dann durch die Adhäsion, die so ein bisschen so eine Paste hat, wäre das wahrscheinlich ganz gut und läuft, hä? Ja. Kriegen wir aber so hin. Jo. Oh, die ist ein bisschen schräg. Die ist ein bisschen schräg geraten, die Leiste. Aber das sollte jetzt kein, der Sache kann ich keinen Abbruch tun. Ich tue die jetzt nicht extra nochmal heiß machen. Doch, ich riskiere nur den, nur es zu verschlimmbessern. Daumen ist die eine. Achso, ja. Ja, er hat es noch geschrieben, jetzt habe ich es auch gedacht. In der Kippung. Um die Kippung zu korrigieren. Ja, aber das ist wurscht. Kontakte sind ja gegeben. Dann haben die, können die Kabel gleich direkt ein bisschen besser weg. So. Jetzt. Pinleiste hier. Was haben wir denn hier? Ich muss das so quer halten. Nehmen wir den Knipex. Müsste. Das passt. Andersrum. Dran halten. Den müssen wir jetzt kürzen. So. Die Reihe sollte passen. Für das. Und das. Jupp. Und dann Knips. Schief ist Englisch und Englisch war modern. Nimm mein Teppichmesser. Das da? Okay. Weil? Also ich fand mit dem Teppichmesser so eine Kerbe durchtrennt, dass es eher immer mehr zum Zwillen fliegt. Aber geht ja auch so. So, jetzt probieren wir das nochmal richtig. Kannst du mir den Daumen sozusagen einmachen und dann korrigieren? Damit das auch schön gerade ist. Und gut ist. Okay. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her, mein Freund. Jetzt muss ich das so. So. Und versuch das so. So. Na, ups, da ist er abgehauen. Da ist sie mir abgehauen. Na, das passt gerade gesehen, dass Tabletop-Spiele-Sale im Humble Store ist. Ist doch bestimmt was für die Metcalf dabei. Okay. Vielleicht muss ich gleich gucken. Die Pflaster waren doch wegen Asphalt. Ach so, nee, die Schürfwunden kommen vom Asphalt. Weil ich vom Fastnachtsumzug gestern nicht zu viel gesoffen, sondern wir sind mit dem Bollerwagen rumgefahren mit den Kids und da hat sich dann irgend so ein Plastiknetz oder irgendwas im Bollerwagen mit meinem Rad verheddert und da habe ich dann dran gezogen. Ja, habe ich dann zu fest gezogen und Räder sind ja bekanntlich relativ nah am Asphalt.
Und dann ist der Rest von der Hand einfach schön wie den Asphalt geschlurft. So, das war zu viel. Na? Eieiei. Ich glaube, wenn ich euch nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich mache mit Sekundenkleber oder sowas. Die fixiere ich die Leiste kurz und dann wird das weggebrannt. Gut aus. Ziemlich gerade. Dann probieren wir mal unser Glück. Und im ersten Moment, ne? Korrigieren wir. Nehmen wir einen, den wir auf den Druckpunkt haben, der auf dem Arm aufsitzt. Besser, ne? Ups, drehen wir es mal so. Ja. Ja. Tatsächlich würde ich den noch ein bisschen nach außen richten, damit ich da... muss ja das Kabel auch wieder rausgezogen bekommen, so ein bisschen. Der ist mir jetzt gerade zu weit... nach innen gerutscht. Was die anderen zu weit nach außen sind, ist der mir, das sieht man das? Nee, ist eigentlich gut, ne? Sieht nur so jetzt hier so... sieht hier jetzt nur so aus. Sieht nur so aus. Gut, dann machen wir das weiter. Oh nein, ein Getränkeunfall. What is happening? So. Hier ist keine. Oh, apropos Getränkeunfall. Moment. Ihr wisst ja, dass ich auch gern male. Und wir haben jetzt im Urlaub haben wir halt in einem. Das ist eigentlich ein Skiort, aber da ist jetzt, Mitte Februar da, da war natürlich in Übergangszeit war nichts mit Schnee überhaupt gescheit. War auch nicht schlimm, weil wir die Wohnung quasi. Nicht zahlen mussten dazu, weil die Bekannten gehört. Und da haben wir in einem Ort so eine Keramikmalerei gesehen und haben gesagt, oh, das wollen wir machen. Man hat ja schon kurz, die schon länger zuschauen jetzt heute, haben das ja schon zu hören gekriegt, dass Keramik bemalen echt nochmal eine andere krasse Geschichte ist. Weil die Farbe sieht halt gebrannt komplett anders aus, als wie man es jetzt hier, als wenn man sie beim Malen sieht. Da ist sie eher matt und bröselig. Und hinterher kommt halt was ganz was anderes bei rum. Oh, da geht noch was. Guten Abend, Alex. Und mit der Tasse habe ich auch nicht so die beste Wahl getroffen. Die sah eigentlich voll cool aus, weil die halt so schräg ist. So. Tatsächlich, das ist natürlich dann zu beachten, dass die niedrigste Kante, die liegt hier, dass man natürlich noch ein bisschen füllen will. Man ist aber gesagt, neigt dazu halt mehr Kaffee. Das geht aber mit der Tasse nicht, da muss man echt aufpassen. So. Achso, wenn jetzt der Thorsten natürlich da ist, kann ich ihm auch nochmal persönlich meinen Dank ausrichten für das coole Projekt. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich wie Bolle drauf, wenn das läuft. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch einen zweiten basteln. Oder jemand zwangsweise machen müssen, weil wenn das cool ist, dann will natürlich der andere Junior auch einen haben. Finder is keeping, he's gonna keep you.
voll der Bioshock. Bioshock-Atmosphäre mit der Musik. Ist da was ich gerade mache? Ich hole mir das ein bisschen her. Dass ich da ein bisschen mehr Licht habe. Ich habe ja hier meine Lumpenleuchte. Wie die ich jetzt... Ich habe für das Bemalen... Warte, ich muss kurz mal dran. Ne, man sieht es nicht. Ist egal. Wurscht, dann lassen wir es. Kannst du bei einer Gelegenheit mal zeigen. Was ich da jetzt noch gemacht habe. Finde ich ja sogar noch gefallen an der Arduino-Geschichte. Aber gut, ich glaube, es wird nicht dazu kommen, dass ich groß irgendwie Arduinos programmiere. Bei den neuen Planeten sollte das Löten noch etwas leichter gehen von Hand gehen. Die Pads sind ovale und etwas größer, die Löcher enger. Dann sind die Leisten eigentlich immer gerade. Ja, cool. Aber das werde ich ja beim zweiten Tunuino dann sehen. was ich da Schönes mache, ich bastel eine Open Source Musikbox, die über RFID-Chips die zu abzuspielenden Titel ansteuert. Und das gute Projekt hat der Thorsten, der auch hier im Chat ist, der XFJX, und verwende auch da seine Platine, die er dann passend konzipiert hat dazu. Und verlötet die gerade. Und der RFID-Sender hier, der ist eben auch Teil dazu, da kommen wir noch später dazu. Und den Arduino haben wir schon verlötet. Den MP3-Player auch. Jetzt habe ich hier diese Steckerleiste, warum nicht? Kann man einen Blick drauf werfen? Kann man... Nee, der obere gefällt mir noch nicht. Ich glaube, der obere ist noch kalt. Der gefällt mir noch nicht. Da gehe ich nochmal drauf. Das gefällt mir noch nicht. Damit ist die Steckerleiste drin, damit ist die Steckerleiste drin. Dann haben wir... Nee, Quatsch, eine fehlt noch. Hier, die da. Für die Lautsprecher. Oder den Lautsprecher. So, wie viel brauche ich denn da? Das sind 7. Muss ich mir 7 Pins abknipsen. 7 Pins. Falls du noch mehr Arduino Programme möchtest und Einstellungen suchst, vielleicht hilft dir da meine Arduino Basic. Ja, also... hab schon gesehen, dass du da auch dich da fleißig, ne, dein ganzer Kanal dreht sich ja, sag ich mal, dass du auf Basis von Arduinos so Smart-Home-Geschichten machst. Ich glaube, so weit wird es bei mir ja noch nicht kommen. Ich bin so ein Konservativer. Ich drück noch gerne den Lichtschalter und alles und drehe die Rollladengurt-Geschichte hoch. Aber schauen wir mal. Wenn das hier natürlich witzig ist, dann ist natürlich, ich bin natürlich gerne einer, der irgendwann auch so ein... in den Hasenbau einsteigt. Vielleicht sind ja coole Features mit dem Arduino irgendwo möglich. Ich habe ja auch immer schon ewig mal rumgespielt mit dem Gedanken hier. Von Lego gibt es dieses Lego Boost und Mindstorm und all sowas, so in die Richtung zu gehen. Aber das ist halt jetzt das erste Praktikabelste. So, wir sind bei 7 gewesen. Nee, das sind 3. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Top. Eigentlich stellt dieser Stream mit der Musikauswahl natürlich das harte. Wenn ihr jetzt nach Tonuino suchen werdet im Deutschen, werdet ihr zwangsweise auch auf diesen Stream von einem anderen kommen. Keine Ahnung, ich habe den Namen nicht gemerkt. Wo halt einfach irgendwie voll die harte Metal-Musik läuft. Das ist natürlich hier meine Musikwahl heute absolutes hartes Gegenprogramm.
Aber hey. Let's see. Was sowas kostet? Jetzt muss ich kurz mal überfliegen. Warte mal kurz. Kannst du gerade sagen. Warte kurz. Summa summarum. Hat mich jetzt hier der Krempel. Falsche Button. Moment. Wollen wir hier gucken? Falsches WhatsApp. Na. What? Da sind wir. Lädt. Die WD Purple gehört nicht dazu. So, das sind. Ups, das ist die falsche. Oh Mann. Zwei Tastaturen. Einmal der Streaming-Rechner und einmal der normale Rechner. Das. Das. Plus. Das. 97,12 Euro hat das jetzt alles zusammen gekostet. Also Lautsprecher, Platine, also nicht Platine, die hat nicht so viel gekostet. Die Kleinteile plus die Powerbank, was ich plus die Etiketten plus die AfD-Karten und alles, was ich dann quasi noch dazu beisteuere, ist das plus das Gehäuse. Also, das kommt an Kosten auch noch dazu. Wobei die auch nicht die Welt kosten. Wobei tatsächlich die teuer waren, weil die waren, jetzt muss ich kurz überlegen: Street Fighter 4 kam 2009, glaube ich, raus. 2009 oder 2010. Und in dem Rahmen hatte ich mir auch damals die besorgt. Und da gab es halt noch nicht alles über Amazon Basics Buttons, sondern hat die beim Arcade Shop gekauft. Und da waren die, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Aber nicht weiter schlimm. So, vor lauter Laber. Pin-Leiste. Pin. Ich glaube, mit so einer Smart Home-Geschichte, da warte ich noch auf die richtige Anwendung, die mich dann wegflasht, dass ich das dann auch tun werde. Wobei das wahrscheinlich das sein wird, wo man am besten mit einem kriegt, ist, wenn es Geld spart. Ja, diese ganzen, es gibt ja auch die Tigerbox und hier, was du gesagt hast, hier die Kids Audio Badoo. Aber da fand ich einfach so die Bedienkonzepte irgendwie blöd. Dann sind das irgendwie. Weiß ich nicht. Davon mal abgesehen, würden wir, wenn ich jetzt einfach so eine Kids Audi Bedu gekauft hätte, würden wir jetzt nicht sitzen und löten und basteln. Ne? Muss man auch so sehen. Ihr wollt ja auch was zu sehen kriegen. Wo war ich jetzt da unten? So, einen anlöten, gucken, ob es passt und danach korrigieren gegebenenfalls. Nachlöten gegebenenfalls. Was sollte man noch tun? Nicht das eine sagen, das andere hassen. Ja, genau, weil. Erstmal krass falsch. So, wie rum richte ich mir den aus jetzt? Mach ich ein bisschen heiß und mach das mit dem Finger, ha? Krieg ich das so hin? Ich probier's mal. Das ist besser. Jetzt ist der ein bisschen mehr nach außen geragt, das finde ich angenehmer. Nicht so krass wie der andere. Und er ist weit. Wobei, den können wir noch ein bisschen. Der ist mir jetzt ein bisschen rausgerutscht. Weil das ja eigentlich nichts machen sollte. Da, klick! Da ist er reingerutscht. Passt, Sitz wackeln, hat Luft. Machen wir wieder fest. Ich musste ja auch lachen, als ich da beim Daniel seine dritte Hand gesehen habe und dann auch dass die Backen mit Tape umwickelt sind. Ich glaube, das ist was jeder irgendwann zwangsweise macht. Aber das ist auch, boah, wann habe ich das Ding gekauft? Das ist auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Wobei, nee, das muss auch, das habe ich auch um. Mit den Arcade-Buttons habe ich, glaube ich, mir ein bisschen da das Löt-Equipment noch damals zugelegt.
Ups, Entschuldigung, Pipo, ich hab deine 11 Monate voll versemmelt. Sorry. Der hat bald einjähriges, geil. Wupp, wupp. Risiko, was ich ja sehe, wenn das geil ist und irgendwie der Große das Ding irgendwie mal mit in den Kindergarten nimmt oder mit in die Schule, dass, ach, Schrumpfschläuche, das ist natürlich auch schlau, einfach Schrumpfschläuche zu machen, auf die Idee bin ich nicht gekommen, ich habe damals einfach Panzertape drum gewickelt, dass mir die Kumpels dann auch alle so ein Ding haben wollen und ich dann irgendwie anfangen kann, hier das Ding in Serie zu produzieren. Also wenn ihr euch auf der Seite von Thorsten auch zu dem Projekt mal umschaut, schaut doch mal in die Galerie vorbei. Da gibt es Leute, die packen das echt in die kleinsten oder in die coolsten Gehäuse rein. Das ist einer, der hat sich so gefühlt zur Lebensaufgabe gemacht, das in alle Gehäuse der Welt reinzupacken. So wie, ne, ich krieg hier Doom auf dem Toaster zu laufen, so nach dem Motto. Der hat dann quasi das ganze Set, also so Mini-Lautsprecher plus alles irgendwie in so eine kleine Tuba zusammen. Das sieht schon sehr skurril aus, aber funktioniert wahrscheinlich. Ja, also da gibt es die coolsten Sachen, wo man dann das Ding dann eben drin verzimmern kann. So, sind wir eigentlich schon weit durch, ne? Haben wir jetzt den Kram hier. Funktional. Ich gewinne damit keine Preise unter euch, das ist klar. Das war aber nie das Ziel. Und als nächstes können wir dann quasi... Das ist ja dann quasi die Kabel abmachen für den RFID-Shield. Nee, Quatsch, halt. Eins habe ich vergessen, den Widerstand. Leistet keinen Widerstand. Ja, er hat gut aufgepasst. Ne, Widerstand vergessen. Da war noch was. Leistet Widerstand. So. Den zimmern wir jetzt da rein. Bisschen vorbiegen. Wie passt ziemlich genau da. Tackernadel-Style. Nehmen diese formschöne Öffnung. Prio mag heute nicht fokussieren. Ja, pumpt ja ein Abrio. Lass es. Lass es einfach, Prio. Mit der Knipex das nicht runterziehen. Moment. Moment. Meine stumpfe Zange. Jetzt nicht ins Skalpell greifen. Das kann ich das nächste Mal. So. Ja. Mit der stumpfen Zange. Mit der kriegt man nichts mehr geknipst. Das ist quasi, die dient jetzt einfach nur dazu, ein bisschen Zug aufzubauen. Wupp. Fahren wir nicht durch hier. Nicht durchfahren. So. Passt doch, oder? Passt, passt. So, Hand. Fast so, ne? Hält fast so. Hält sogar so. Auch an dem Open Source Projekt ist einfach auch, wie gesagt, die ganze geistige Manpower, die da von anderen Leuten auch reingesteckt wird, was auch die Programmierung angeht.
Und jetzt vorsichtig das abknipsen. Knips, knips! Guck mal, wenn es richtig fett ranhält, dann kann man auch mal... Habe ich das die ganze Zeit so gemacht? Geht das durch? Oder wollt ihr für Formpunkte den Widerstand noch ein bisschen ausgerichtet haben? Danke! 8. 8. Was 8? Ich hab doch gar keinen Poll laufen, Fandor. Ja, danke fürs Kompliment, Over. Ich hoffe. Ich weiß, ich habe nicht so eine schöne Stimme wie der Bersi. War ja letzte Wochenende wieder der Monkey Island Stream. Und zum Schluss das. Oder geh gerne Eis essen. Oder geh mal nach draußen. Bersi hat so eine richtig schöne Stimme bei sowas. Da hätte ich noch den. Noch Stunden weiter anhören können, die Credits von Monkey Island. Musste mit leben, genau. Zweck erfüllt. Knips. Knips. So. Passt. Okay. What nu? Machen wir jetzt hier das RFID-Shield oder was? So, das kommt. Warum heißt das eigentlich Shield? Agent of Shield. Ist doch kein Schild. Hat vielleicht irgendeiner ausgedacht, bei so Elektrokomponenten, das muss irgendeinen Namen haben, wir nennen das jetzt Schild. Genau wie mit Batterie-Shield. Warum heißt das Batterie-Shield? Naja, egal. Widerstand zwecklos, ja. Arm zusammen. Naja, 8 Punkte von 10 für. Achso. Und 9 von 10 für den Widerstand. Jupp. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wir haben hier, das müsste glaube ich... Doch, da steht es ja sogar. Das ist halt das Coole. Das steht halt alles drauf, was es ist. Hier ist, da kommt der RFID. Steht dann zum Schluss drauf. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt quasi so was hin. Und dann von den Kabeln her macht man halt einfach quasi... Dann, wie auch immer. Jetzt können wir uns über die Farben streiten. Wie brauchen wir denn? 1, 2, 3. Ach du meinst. Jetzt guck ich mal 10, ob ich irgendwo nee, schwarz ist außen, rot ist mit drin. Wollen wir den Regenbogen rechts nehmen dafür? Oder wollen wir lieber das, den Nicht-Regenbogen dafür nehmen? Ich bin ja tatsächlich, wir gehen mit dem Regenbogen für die Geschichte. Fürs Gefühl. So, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guck mal, das Rot sogar top, da ist ja Rot sogar frei. Wir haben nicht ganz den perfekten Regenbogen, aber dann bleibt Rot und Schwarz frei für die Lautsprecherkabel. Widerstehe dem Widerstand. Schließe dich dem Widerstand an. Widerstand ist gut. Ich habe ja in der letzten Zeit wieder... Gut, das wird ja der eine oder andere. Kennt Star Wars Armada gespielt, das Tabletop-Rollenspiel. Wo man die großen Pötte unter anderem spielt. Da habe ich mich mit dem Kumpel wieder mal zusammengerafft. Und am Samstag haben wir das gezockt. 8 Stück. Nachzählen. Sicher wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, wie machst du das am schlausten? Kann ich den abziehen? Sieht's aus. Das passt dann da drauf und das dann da drauf. Okay. Wir damit mal. Wobei, macht das hier den... Jetzt kann ich den Daniel mal fragen. Macht das Sinn, hier schon diese Schrumpfschlauchgeschichte zu machen? Tatsächlich, ne? Rechte, oder? Das wird doch dann zu eng. Hat all seinen Führer Widerstand. Weil der
Thorsten hat dann noch so, dass man hier quasi jetzt auch einen Schrumpfschlauch drüber packt. Ups, soll es doch reinhalten. Hier einen Schlumpfschlauch drüber packt, aber dann wird das jetzt zu eng. Das kriege ich ja gar nicht hin. Die stehen ja so eng beieinander. Aber hier kann man, glaube ich, die Pins eigentlich sauber abziehen. Weil eben hatte schon das grüne Gabel schon ein Stück draußen. Deswegen frage ich. Glandarius. So. Gegebenenfalls muss ich mal gucken, ob unser Student auf Arbeit noch sein RFID-Equipment hat. Dann machen wir eine fette Antenne drauf. Dann können wir auch aus 10 Meter Entfernung das nächste Hörspiel abspielen. So, wollen wir das da jetzt nicht rein? Mal vorsichtig drücken. Will der Gelbe da jetzt nicht so schön rein? Der Weiße. Was sollte Kontakt haben? Okay. Frag mich mal, warum der Weiße da jetzt mit rein will, wie ich will. Lieber Ansatz. Gut, lassen wir's. Mach fest, kommt ab. Spielt er alle Karten ab, dann spielt er alles ab. Dann gibt's dann den RFID-Storm. So, was nu? Lautsprecher, ne? Und Knöpfe. Nein, nee, Lautsprecher ist nichts. Jetzt muss ich kurz mal in mich gehen. Das war der RFID. Das war Strom. Und hier ist links, rechts. Hier müsste dann der Lautsprecher hinkommen, wenn ich das verstanden habe. Das ist eine alte Funkanlage mit 10 Minuten früher drauf. Mit Nachbrenner. So, ein paar Häuser weiter hier in der Ortschaft ist auch scheinbar so ein CB-Funker. Da sieht man schön auf dem Dach hier diese riesen Antennentraversen. Plus und Minus. Ach da. Ja, cool. Okay. So, nimm mal schwarz-rot. Oder schwarz-braun. So hopp ich die nicht so sehr. Das kann ich nämlich schön zusammenlassen. Einfach schwarz-braun. Braun ist das neue Schwarz. So. Dann da und da und da. Das müssen wir jetzt dafür löten. Wie kriege ich denn das am sinnvollsten hin? Kriegen wir das am sinnvollsten hin? Aufknipsen. Und, Truff, ne? Drauf und Truff. Oder Amateurfunker, weiß ich nicht. Ja, bin ich so im Film drin. Wenn wir fertig sind, wird das eine Open Source Hörspielbox, an die MP3s abspielt nach Wunsch, nach Wahl über die entsprechenden RFID-Tag, den man in die Nähe oder auf das System bringt. So, muss ich einen wegknipsen und abisolieren. Ich hab einen Abisolierer auf Arbeit vergessen. Ich muss das mit dem Messer machen, das kann ich ja so gut. Hab ich einen? Nein, ich hab keinen. Nee, hab ich nicht. Oder? Ich kann doch einfach das Pinleisten da dran löten. Oder? Man muss das Kabel nicht machen. Dann kann ich es auch wieder einfach lösen hinterher. Das wäre auch witzig. Wäre doch gewieft. Oder? Dann mache ich einfach jeweils einzelne Pins hin. Und dann läuft das. Ich kann die ja hier so festmachen.
wird doch gewieft. Mach die nach innen weg und dann kann ich die schön an- und abstecken. Ja, so machen wir das. We'll do that. Weil die brauche ich nicht mehr, wenn ich jetzt richtig... Korrigier mich, Thorsten, wenn ich nochmal Pinleisten brauchen sollte, dann nehme ich die dafür nicht. Aber ansonsten würde ich die jetzt dafür hernehmen. Bist du eine Frau? Das ist wahrscheinlich eher an Paul Raven gerichtet. Ich warte kurz noch. I wait kurz. Yes, die sind zur freien Verfügung. Feuer frei. Genau das wollte ich hören. Pins frei. Gebt die Pins frei. So, dann kriegt das aber jetzt da immer sauer dran. Schlötzchen ohne Ende draufballern. Wuh! Es gibt keine sichere Verbindung. Oder ich pack das mit auf diese hier rein. Und da ist auf dem Lautsprecher ist doch hier. Das sind doch quasi Lötlöcher, oder nicht, ne? Könnte ich doch einfach damit draufpacken. Wäre doch viel. Mach die Kunststoffkappe vom Kabel ab. Ich probiere das jetzt mal so. Ich bin jetzt heute mal mutig. Ich versuche das da so reinzumachen. Dafür sind auch diese Lötdinger da. Ach so. Ja, ja, Löt. Ach so, ja doch, du hast ja recht. Das andere Ende ist ja schon... passt eigentlich. Ihr habt recht. Ich muss nicht beides absteckbar machen. Weil ich kann ja das andere Ende von der Platine abziehen. Dann muss ich nicht beides... Muss ich nicht kabellose machen. Ging jetzt gerade mit mir durch. Da hast du wahrscheinlich recht. Dann lassen wir das mal. Das Plastikgehäuse wegmachen, ne? Und diese. Die Teile da hinbekommen. Krieg ich das hin? Ich probier's mal. Quasi das Plastik entfernen auch so. Eins. Kann man schon abziehen? Fast. Fast. Ich kann es nach hinten wegziehen, aber ich will es nach vorne wegziehen. Jetzt ist es eh zu spät. Wieder eine Lösung. Wow, die war echt easy kaputt. Ich meine, das ist ein neuer Knipex, aber... Hey, trotzdem, hey. So. So war gemeint, ne? So nicht anders. Kokosnuss aufknacken. Zack. So, oder? So mit dem Schuh draus. Für mich ist das jetzt einmal so rein. So. Und dann hier irgendwie festmachen, ne? Macht das Sinn, an der anderen Stelle auch schon ein bisschen Lötzinn hinzumachen? Die Stelle hier sofort so ein bisschen Lötzinn hinzumachen? Ich denke schon, oder? Dann hält das besser. Sollte besser. Die Facepalms von den ganzen Profis. Aber ich mach das so selten. Auf Arbeit drücke ich mich immer so schön davor und lass das den Arbeit den Kollegen machen. Ich habe schließlich genug mit der Verwaltung zu tun.
Nups. Toll. Jetzt habe ich so... Na, nee. Kriegen wir schon hin. Ich habe noch kein Gehäuse für das Ganze. Das kommt noch. Da werdet ihr aber auch... Seilteil des Ganzen. Und das wird auch noch kommen, das Gehäuse. Boah, wieder heiß. Hohoho. Ihm geht es noch schön durch. Jetzt habe ich es übertrieben. Jetzt muss ich erstmal wegpumpen den Scheiß. So. Okay. Gehäuse kommt noch. Aber prinzipiell wird es ein einfacher Würfel, den ich, dessen Seiten ich mit Schaumstoff außen ein bisschen polstern will. Und dann kommt da drüber ein abwaschbarer Kinderstoff, den ich... Habe ich da was da? Warte mal kurz. Ich kann mal gucken, ob ich da so Stoffreste da habe. Ich find's grad nett. Die Freundin näht den gerade. Die Stoffreste von diesem wasserfesten Kinderstoff. Ja, auf jeden Fall ist halt so ein spezieller Stoff, der halt auch ein bisschen resistent ist und der kommt dann irgendwann drum. Hast du gerne. Ja, danke, Daniel, dass du zugeschaut hast. Genau, Thorsten bleibt noch da. Dann passt, dann wird das schon. Die Zinn ist immer gut. Hast du schon ein Gehäuse mit Lego-Noppen wäre auch nice. Ja, ne? So als Lego-Figur draufzustellen. Blöd ist lieber flach drauf, so im Winkel scheint Schatten der Zeit des Kabels. Das gab nicht aus dem Loch. Einfach, okay, krass, ja. Also ihr meint einfach, aber so flach drauf löten. Weil wir einfach Diener machen. But bananas are the only fruit I eat. But they're so confounded curved at both ends, they almost meet. I tell you something, I buy a million of these fruits, and each one he's better too. Ah, now that I come to think about it, I do believe it's true. I've never. You never? No, I never. Who's never? I've never seen a striped banana. Are you crazy in your head? But this banana, he's great. Still, I shall try to go and buy bananas that are striped. Boss, you know you can't find one. Very well, give me your word of honor. What? That you never. Who's a never? You never. I tell you, I've never seen a striped banana. Das ist auch eine gute Idee, den Stromschlauch nicht vergessen. Jetzt fängt es an mit den Stromschläuchen. Jetzt kommen wir weg von den schönen Steckverbindungen. Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. So, jetzt muss ich ein rotes und relativ großer. Ich kann sogar einen roten nehmen. Der ist zu groß für das Kabel. Das ist so Kanone auf Spatzen schießen.
Dünn. Das? Das ist doch nicht. Ja, das passt. Nee, bringt nichts. Ich muss ja drüber machen können. Ich muss so ein großer sein. Bringt ja nicht. Ich muss ja über das ganze Ding drüber. Ah, bringt ja nicht. So, wie viel brauchen wir denn? Ein Heftchen, ne? Zum Schluss noch drüber. Q. Nee. Halt sie mal bitte. Halt sie mal bitte dieses Kabel fest. Dankeschön. Na komm. Ein Schlötzchen da unten. Sehr gehalten. Ach! Jetzt geht's los. Jetzt kommt mein mein Cypress Neo. Jetzt kommt mein meine Amateurhaftigkeit zutage. So, hier halten wir uns mal nicht genervt. Das machen wir da drüber. So, und den wollen wir da jetzt schon festmachen. Das sollte mal gehen hier, ne? Jetzt habe ich es so. Das passt. Ja. So viel dazu. Frickeln! For Frick Fact Sack. Seht ihr, deswegen für Noobs wie mich Steckverbindung. Da, zumindest fest. Ach, gibt sogar Tonino.de. Ja, geil. Dann brauchst du ja nicht die Leute zum Google zu schicken oder den anderen Link zu schicken. Jetzt Tonino.de. Sehr schön. Ne? Machen wir das so. So, und der andere. Dann hier drüben. Da machen wir einen braunen Schuhschlauch. Ich glaube nicht. Schwarz.
passt es. Wird schon passen. Was geht da drüber? Ja. Los! Das Ding kann im Akkubetrieb Musik abspielen, auf Wunsch. Es leuchtet wieder. Genau. Das ist quasi eine, wenn du willst, eine mobile... Ich stell dir einen Kassettenrekorder vor. Nur, dass du statt einer Kassette eine RFID-Karte oder ein Tag oder was auch immer drauf hältst und dann spielt er die Musik ab, wie du möchtest. Also die moderne Form des Kassettenrekorders. Don't forget the nominees and the Schufel. Flach auflöde, ne? Das Blödsinn ab. Bleib mal da oben, du Schrumpfschlau. So, machen wir das ab. Dann kann ich ja gleich eine Alexa hinstellen, die spielt auch alles ab, aber der Tony belauscht dich nicht. Gut gekontert, Tandor, ja. Ja, tatsächlich will ich den Alexa-Weg nicht gehen. Ich finde halt, das hat auch irgendwie einfach, wie gesagt, diesen Kassettenrekorder-Charme. Wenn dann nachher diese... Wenn dann nachher entweder so eine RFID-Karte hast oder... Gut, den Tag jetzt nicht, der ist, liegt mir im Ding immer nur bei, den werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, außer vielleicht haben. Mal schauen. Wenn du halt so eine RFID-Karte hast und dann nachher mit dem Etikett dann eben das Cover von dem Hörspiel drauf hast, das ist doch irgendwie, das hat doch Charme. Das kriegt dann auch so ein, ja, dreijährig, müssen wir mal ausprobieren. Es kriegt ja ein Fünfjähriger, kriegt das ja dann zum Geburtstag, wenn es hinhaut. Und dann da. Rote Schrumpfschlauch, keine Zukunft. Ja, ich befürchte es. Und nun? Der ist so groß, der ist... Ja, scheiße. Wobei jetzt der auf der Lötfahne ja auch hält. Das passt ja eigentlich ganz gut. Der ist ja nicht Lötfahne, sondern die... Das wird ja auch nochmal gehalten.
am Ende war ja quasi, wo das Ding in der Buchse drin war, das liegt ja auf dem Fähnchen auf und das sollte dann, glaube ich, wieder passen. Sollte reichen, genau. Sonst brennt ihr das Kabel weg. Hey, brauchst du wieder das T-Shirt aus Big Bang Theory von Reg mit dem Lautsprecher auf der Brust? Nein, 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 nein. Ich brauche hier eine Hörspielbox. So, haben wir das? Ist der Lautsprecher fertig? Jetzt geht's weiter mit den Knöpfen. Oh, da geht's weiter mit den Knöpfen. Da haben wir wieder, da geht also weiter mit dem Thema. So, ich packe mir den jetzt mal wieder nach links. Das brauche ich eigentlich gar nicht heute. Den Müll hier auch nicht. Machen wir ein bisschen Ordnung gerade. So, die habe ich. Warte. Gib mir mal so eine Zip-Beutel. Die Pins kann man ja gegebenenfalls wieder benutzen. Die muss ich nicht wegschmeißen. Das steht ein Drahtstift, den wollen wir auf keinen Fall. Genau. Fall auf den Boden, dann bist du auch weg. Kurze Aufräumpause. Ready Shield. Arduino. Lautsprecher. Schrumpfschlauch. Schauen wir gleich. Ja. Jetzt. Die muss ich jetzt erstmal sauber machen wieder. Jetzt wäre eine Abisolierzange schön. Ja. Hätte ich dran denken sollen. So, wie halte ich mir die? Wenn ich das abgelöst kriege, kann ich da irgendwo greifen. Hier so. Oder da. Hätte ich mir das Ding so. Oder kann ich die Kabel? Ich habe ja überall so Kabelfetzen dran. Kann ich die Fläche weiter nutzen irgendwie? Bringen die was? Ist eine Idee? Nicht zu spät. Jetzt habe ich es ab. Das ist wahrscheinlich eher eine Schwachstelle. Das muss eher weg. Stanley-Messer heißt das in Österreich, so ein Abziehding. Okay, witzig. Schritt zurück! Ja. Das ist die Grundsache, wie weich machen, dass das Kabel heiß machen, den Blödsinn, der da ist. So. Okay. Na, Thorsten, danke, dass du zugeschaut hast und für die Tipps. Ein Stückchen machen wir noch. Aber ich habe jetzt zum Schluss auch noch Daniels Video. Tutorial, also da wird schon schief gehen. Dann schauen wir, weit wir noch kommen. Nee, ich hab. Wir müssen so ein paar Last Known Facts immer so reinbringen. Die Pflaster sind nicht vom Löten, die sind von gestern, vom Fastnachtsumzug. Da habe ich nicht gelötet, sondern.
Und da hat sich ein Plastiknetz in den Bollerwagen verhangen und den würde ich wegmachen. Hab schön kräftig gezogen. Hat schon alles gelöst. Nein, nicht wirklich. Also schon ein bisschen was, aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Und bin abgerutscht und bin dann schön mit der Hand dann über den Asphalt gerutscht. Ja, und das ist dann eben das Resultat. Selbstgeißeln. So sich so heiße Lötkolben mit den Rücken sich mit heißen Lötkolben geißeln. So, jetzt haben wir die Knöpfe frei gemacht. Und da machen wir jetzt quasi auch Kabel dran. Ach, jetzt ist der Thorsten weg. Jetzt wollte ich überlegen. Die kommen dann quasi ja da unten hin. Ich hätte das nicht so eng machen sollen. Das kriege ich jetzt nicht mehr ausgerichtet. Brrr, na egal. So, da unten haben wir quasi jetzt eine Reihe von Pinleisten. Wenn ich mal fokussieren möchte. A1, A2, etc. pp. Da haben wir es. Da ist der Ground. Sind zwei? Zwei Ground. Okay. Da kommt quasi... dann die Knöpfe hin. Da muss ich jetzt aber mal gucken, wo. Wo die hinkommen. Und die brauchen ja alle eine Masse und eine Verbindung. Das heißt, wie viele Dinger haben wir noch? Wir haben noch drei Kabel und sechs. Dann passt das ja. Dann hauen wir das voll hin. Geil. Da haben wir quasi dann für die drei Knöpfe jeweils ein Kabel und für die Masse. Jetzt mal im Ernst, was wird das nun wirklich? Bitte Erklärung für ganz Dumme. Für ganz Dumme, das wird ein neumodischer Kassettenrekorder, den man über. Wo ist die Karte hin? Den man über. Schlüsselanhänger und über. NFC, RFID-Karten zu bringen kann, das abzuspielen, was man möchte. Tja, für ganz Dumme. Okay, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Sichere Lötverbindung. Gut, das eine Ende bleibt so und das andere machen wir ab. Gut. Und dann mache ich mal zwei Paare. Nee, ich hätte gerne eigentlich bunt. Und was. Also die bunten hätte ich gerne für die Knöpfe und die für die Masse jeweils. Und da an. Machen wir das. Dann machen wir einen grünen. So, weil das haut noch so halbwegs hin. Dann haben wir eigentlich blauen für den, den grün für den und den, naja, nicht ganz rot für den roten. Dann haut das doch ziemlich gut auch von der Farbgebung her hin. Und dementsprechend machen wir dann grau da, weiß hier und schwarz da. So von der Verteilung her passt das doch ganz gut. Kannst ja auch mit laufenden Kettensägen jonglieren. Da habe ich früher mal so einen verrückten Zirkus gesehen. Was? Soll ich jetzt das Entertainment wechseln, ja? Gehen wir jetzt auf Kettensägen über. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich auch wieder einen ab, hier das abhitteln und dasselbe Spielchen machen. Masse und Dings, das ist ja eigentlich völlig wurscht. Ist ja nur ein. Hat ja nur zwei Punkte, das ist völlig wurscht, wo was ist. So. Nichtsdestotrotz werden wir noch ein bisschen Lütz nochmal nachgeben, frisches.
Hm, das ist nicht genug. Ja. Hier. So, dann nehmen wir das eine Kabel nochmal. Haben wir doch so viele Hände für. Zack. Eventuell noch ein bisschen markieren vielleicht. Eventuell. Mal gucken. Eigentlich nicht. So ein bisschen die Farbkodierung vielleicht. Juhu. Geht das? Die stammt nicht so aus den 50ern, die Musik stammt sogar aus den 30ern. Das ist einfach dem geschuldet, das ist Public Domain Musik. Das macht es einfach hinterher für mich ziemlich einfach, das, den Stream hier auf Ravioli Extras dann zu packen. Dass ich nicht in der Gefahr laufe, dann Hits zu lang damit. So gerne ich auch andere Musik dann höre, weil das habe ich jetzt so bei den anderen Streams, die ich jetzt in letzter Zeit hatte. Das ist natürlich cool, wenn man irgendwie schöne Mucke oder sowas hat, die ein bisschen neuzeitlicher ist. Aber dann läuft man halt in Gefahr, dass man dann gehittet wird, wenn man jetzt das Spiel ungezickt hat. Aber ich habe mir die letzten Streams mal angucken, da sind, sagt er schon, ey, hier sind Passagen dabei, die sind, da ist der Ton weg, weil da gehen wir mal nach Hause. Ne? Das will ich natürlich vermeiden. Also habe ich jetzt halt Bock da drauf. So einfach ist das. Ich finde, das passt ganz gut. Das passt eh ganz gut. Der wackelt sich immer, der Lötkolben, Alter. Und der wackelt doch. Wackelt doch. Danke, Thunder, fürs Zuschauen. Also, ist nicht das Letzte. Morgen geht es eigentlich theoretisch weiter. Schauen wir mal, wie weit wir hier mitkommen. Es ist um 11, ein bisschen werden wir noch machen. Vielleicht tun wir, bevor wir das dann, also wir machen, müssen uns noch Gedanken machen über das Gehäuse und alles. Und vielleicht spielen wir aber auch, wenn das Ding erstmal läuft, eventuell mal ein bisschen mit der Programmierung in einem rum. Bevor wir uns dann ans Gehäuse machen. Du kennst C's Italy? Ein musikalischer Verjüngungsturm. Der Jungbrunnen auf Twitch für den Silbergamer. Ja, ja. Es ist halt auch schön ruhig, die Musik gerade. Das passt. So gerne ich jetzt auch so ein paar so ein bisschen Elektrobeats oder sowas. Wäre natürlich auch nett. Aber so. Notfalls schlaft ihr ein. Aber wer einschläft, guckt trotzdem weiter. Schlafende Zuschauer sind trotzdem Zuschauer. So einfach ist das. So, Kabel ist gemacht. Jetzt müssen wir das da fest dran machen.
sind alle da. Genau, und Fallout-Musik. Das spielt ja der Bärsieger gerade, das Dreier. Da sehen wir eine Atom mit dem Erdbogen gleich mit. Oder ob was macht. Habe ich zum Schluss gemacht. Na komm. Ich hab den Schrumpfschlauch vergessen. Den Schrumpfschlauch vergisst Lüte zweimal. Na komm raus. So, nicht nur das, jetzt habe ich das andere vergessen. Oh, dammit. Egal, das wird da passen. Er hat nämlich noch eine schöne. Der Daniel hat auch noch einen schönen Trick, indem er. Wo habe ich jetzt das rote hin? Da. Indem er über das Ende auch nochmal einen Schrumpfschlauch zieht. Ne, dass man dann quasi auch einen Schrumpfschlauch ziehen kann und nicht an dem Gehäuse selber. Am Kabel selber. Geht das so drüber? Ne, an das andere Ende. Das habe ich beim Lautsprecherkabel vergessen, leider. Mal sehen, ob ich das rechnen wird. Wobei, ich muss aufpassen, warte mal. Ich kann es nicht übertreiben, weil die. Nee, das wird nicht hinhauen. Weil die Pins so eng sitzen. Das wird gar nicht gehen. Ich kann sowas gar nicht machen. Das ist blöde. Dann wird der Pin zu breit, dann passt das nicht da drauf. Damit! Dann nur so? Dann kann man so. Dann kann ich es auch lassen, eigentlich tatsächlich sogar. Dann kann ich es lassen. Toll, jetzt muss ich es wieder anlöten. Oh, Max Rabe ist eine Idee. Schauen wir doch mal. Warte mal. Ich weiß aber nicht, ob der Also der ist in der Kolumbien-Geschichte nicht mit drin, aber wir können ja mal. Könnt ihr mal den Gefallen tun und gucken, ob auf archive.org, ob wir da fündig werden. Kann ich mich hier irgendwo weitermachen. Und gegebenenfalls schalten wir den einfach dazu. Eine nette Idee. Wer ist denn hier von euch aus Hessen? Der könnte dann eventuell, wenn wir schon bei alten Dienern und Co. sind, das habe ich nämlich, ja, bleibt drauf. Heiß. Der wird vielleicht, oh, das ist nicht gut. Der wird die Runkelrübe-Ruppmaschinen kennen, das Lied. Da habe ich früher meine Oma immer voll viel gehört. Das wird passen. Wobei doch klar, Schrumpfschlauch, um über das Ding zu kommen. Ich bin doof. Sag mal. Ich krieg's heute noch hin, oder? Haltet mich doch mal auf. Passt nicht auf. Genau, Schrumpfschlauch in den Taster, da hat er recht. So. So wird ein Schuh drauf. Wie ist denn nun? Es hat aufgepasst. Nochmal. Wer den Schrumpfschlauch ständig vergisst, blödet zigmal. Oder das Original, Comedian. Ja, oh, Comedian Hammer, das höre ich auch sehr gerne. Also nicht ständig, aber wenn, dann ja. Aber den Schrumpfschlauch machen wir zum Schluss. Schrumpfschlauch. Das musst du echt, also wenn du das nicht so oft machst, das ist ein bisschen wie so ein Mantra. Schrumpfschlauch, dann löten. Schrumpfschlauch, dann löten. Schrumpfschlauch, dann löten. Schrumpfschlauch, dann löten. Lötübung. Ja, genau, Lötübung. Lötübung macht den Meister. Weil ich mir über so Flachbandlötungen frage, ob nicht sowas wie
Lötzahn mit. Ich meine, es gibt ja auch im medizinischen Bereich gibt es für die Halschirurgie auch so Zangen. Gibt es nicht auch Lötzangen? Das fände ich eigentlich geil, einfach so. Außerdem hat die Freundin die Tage der Pate geschaut. Das ist ja. Komm, sind wir auch nicht ganz so weit weg von der Musik. Moment, jetzt muss ich kurz mal ins Video gucken, wie ich das mit dem Ground da mache. Wie hat der das denn gemacht mit den Knöpfen? Muss ich mal reinsippen. So, das sind die Knöpfe. Deiner Ground. Kabel. Auf ein Bild gucken. Okay, da ist der Ground, wo geht der hin? Ach, da und da ein. Ah, okay. Das sind ja mehrere. Da ist ja bestimmt beim Lautsprecher ist noch ein Ground frei. Dann sind zwei unten. Also wir gehen quasi mit den Knöpfen. Nehmen wir die zwei Grounds da unten. Da sehen wir sie. Diese hier. Und mit dem dritten Knopf gehen wir dann auf den Ground hier. Da sind auch zwei. Na ja, gut, da ist mehr als genug frei. Dann brauchst du die nicht irgendwie noch separat zusammen zu verdrahten. Weil ich könnte ja auch theoretisch alle Kabel auf eins führen. Von der Masse her, das ist ja wurscht. Und dann macht man das nicht. So, habe ich das jetzt schon verzinnt? Ein bisschen. Die muss ich noch durchzinnen drauf machen. Ich bin völlig von Zinnen. Veronika, der letzte Star. Halt, Karten. Schraubenschlauch dann löten. So, schneid mir jetzt zu und zieh die gleich drüber. Sonst vergesse ich es nochmal. Gut, dass ich mir die geholt habe. Die war ist zwar eigentlich dafür gedacht fürs Tabletop, für die Bastelei. Aber Spitzzange bleibt Spitzzange bleibt Spitzzange. Ja. Dann können wir es auch nicht vergessen. Was man schon erledigt hat, kann man nicht vergessen. So. Okay. Was tut der Bauentutschutzmann? Ich baue einen neumodischen Walkman oder einen neumodischen Kassettenrekorder, der nicht Kassetten abspielt, sondern MP3s. Aber das, was abzuspielen ist, wird über RFID-Tags ausgelöst. Eventuell kennst du die Tonybox. Das ist quasi eine Open-Source-Version dieser Tonybox. Die den Vorteil hat, dass man mehr Freizügigkeiten hat. Und man kann den halt nur selber bauen. Jetzt einer, der sich dieses Projekt, der das auf Arduino-Basis gemacht hat, auch die Mühe gemacht hat, eine Platine zu konzipieren. Die hatte ich mir besorgt, sowohl als auch das entsprechende Material. Das hat man jetzt am Anfang bisher gemacht. Also diese Komponente hier haben wir zusammengelötet. Jetzt danach haben wir den Lautsprecher verlötet. Das hatten wir gesteckt, die RFID-Antenne. Und jetzt sind wir gerade bei den Knöpfen und dann sind wir eigentlich schon fast durch.
Dann können wir das Ding zum. Ja, noch nicht ganz zum Laufen. Wir müssen ja dann den Arduino noch Firmware und blablabla. Also das wird auch noch interessant. Weil den Part habe ich auch noch nie gemacht. Also, ne, gelötet habe ich schon mal. Aber so ein Arduino zu programmieren, da muss ich dann auch mal schauen. Aber da könnt ihr gerne auch auf tonuino.de, gerne mal euch auch mal schlau machen. Bin ich nicht böse euch. Könnt ihr eventuell Hilfestellung leisten. Aber vielleicht ist das Projekt, wenn euch das, was ihr hier seht, gefällt, ja auch Nachbauwert. Nachbauwert. Genau, ein Radio mit NFC-Karten. Ja, Radio, ja, weitestgehend. Ein Hörspielradio halt, ne? Wobei, da gibt auch, hat auch der Projektstarter hat auch eine schöne Idee gehabt. Du musst ja nicht nur Musik oder Hörspiele abspielen, du kannst ja auch Soundeffekte machen. Dann machst du einfach FID-Karten, auf die hinter denen einfach Tier-Sounds hinterlegt sind. Und schwuppdiwupp hast du quasi so eine Tier-Soundbox, wo du halt dann mit den Clienten dann. Ach, jetzt ist da guckt so ein Schnudel rüber weg. Ich klipp das weg. Kannst du so Tier-Sounds üben oder abspielen. Und sagt er: Wie macht die Kuh? Muh! Und dann klickst du die. Moment, dann möchte ich das stumpfe Ding. Dann legst du die Karte mit der, wo du die Kuh draufgeschrieben hast oder Kuh-Symbol draufgeklebt hast. Und dann spielt die Box eine Kuh ab. Also, passt das jetzt? Jetzt passt. Nö, passt das. Da wären wir wieder beim T-Shirt von. Oh, ich muss gerade überlegen. Ja, ich habe Big Bang Theory, glaube ich, bis zu der Staffel geguckt, wo hier die Blonde und der Anne heiraten. Ups. Kann sein, dass ich ein bisschen hinten dran bin. Oder auch schon lange nicht mehr geguckt, aber irgendwann habe ich das Interesse verloren. Ey, nicht ausgehen hier. So. Der nächste Knopf. Nächste Knopf bites the dust. What does the fox say? Nacht, Maxemblar. Das ist doch für ein Kind. Ja, das ist für ein Kind, genau. Ich meine, das Gebastelte. Mein kleiner Kakatus. Richtig. Ich brauche ein To-Do-Video, wenn ich die eine Decke anschließen muss. Also falle ich hier raus. Naja, ist okay. Ich brauche ein To-Do-Video. Also gucke ich mir auch an. Also es gibt den. Warte, ich poste euch das gerade nochmal. Dann habt ihr das auch nochmal auf dem Schirm. War das nicht ganz am Anfang des Streams? Hatte ich doch vom Daniel das Video im Link drin. Ach so, weit geht das gar nicht zurück. Ups. Okay. Moin, Pixelblade. Da gibt es auch ein schönes Tutorial-Video, wo einer, wo der Daniel da vom Smart, was, wie heißt das? My Smart Home. Smart Home Yourself. Verlötet. Und anhand dessen Anleitung gehe ich auch quasi nach. Plus, ich hatte jetzt eben noch der Projekt. Initiator, der Thorsten, war auch kurz am Stream. Der hat noch ein bisschen Hilfestellung gegeben. Aber das Video von dann ist. Hilfe genug, denke ich. Hat er sehr gut gemacht. Thank you.
Was denn? Das passt. Blau noch? Ja. Gibt es die Todesrätsel aus der Weihnachtszeit auch für normale Zeiten? Es gibt auch Black Stories nicht im... Hallo? Ist doch noch voll das Gas drin. Wenn wir da keine Flamme machen. Ich will jetzt den Regler hochdrehen. Krass, habe ich durch das Gebastele mit dem Paracord und hier so Feuerzeug leer gemacht. Crazy. Okay. So. Jetzt muss ich noch gucken, wo was hinkommt. Oder können wir das Ding jetzt zusammenbauen? Ich glaube, wir können es zusammenbauen. Ein Arduino. Ein Lautsprecher. Der kommt auf Plus Minus, hat er gesagt. Das wird... Kommt von dem und dem raus. Das kommt so. Das Einzige, was mich echt unfroh macht, ist dieser blöde... weiße Sticker hier. Ist da eine kleine Nadel, dass ich das gut machen kann? Dann rutscht das, glaube ich, rein. Ja, bevor ich was kaputt mache, probieren wir es erst aus. Hm? Gehen wir einfach von links nach rechts. Und tun das einfach hier drauf packen. Gerade irgendeinen Shoutout verpasst. Warte mal kurz, ich bin sofort bei euch. So. Jetzt Dragon hat Luft. Oh, jetzt schon weg. Dammit, irgendwer war eine neue Rune. Ich hab's verpasst. Ich bin ganz schön fasziniert, dass mein Auto sich mit meinem Handout für Android Auto, wie ich meine Spider-Man spielen kann und mein erst mit Textnachrichten vorliest. Aber selber basteln? Team Tim Taylor. Ja, scheiß Android Auto, mein USB-C-Kabel ist irgendwie gerade. Ich hab diesen irgendwie. Wollen alle nicht so richtig. Deswegen bin ich gerade einfach nur auf Bluetooth-Verbindung angewiesen in meinem Auto. Okay, Lautsprecher machen wir zum Schluss. Wo kommt denn so Ground, habe ich gesagt. Da, wo kommt jetzt welcher Knopf hin? Ist wohl am Ende ist es wurscht. Ich muss nur gucken, wo was. Ich gucke bei hier im Video. Das ist ja schön. So. Erst ist er mit den ganzen Grounds drauf und dann geht er mit den Knöpfen irgendwo hin. PA0 und PA2. Ach, guck mal. Danke. Da schaut einer mit. Da war er zu schnell. Okay. Was haben wir gesagt? PA0. Hier unten dann. Weil sie. PA1, PA2 und A0 ist. Wo ist A0? Hier ist A0. Das ist irgendwie falsch belabelt. Da ist D5, D6, D7, D8. A8, A7. Ach, ich glaube. Ja, aber A1 ist derp. Ich glaube. Irgendwas war. Warte mal. Irgendwas hat der Thorsten damals geschrieben. Damals, von die Tage. Wegen der Platine. Weil das quasi irgendeinen Schönheitsfehler hat. So.
Ich habe noch eine alte Platine, die sollte genauso befinden. Mach ich gleich fertig. Hier, die Beschriftung unten ist falsch. Steht A1 anstelle von A0 bis A7. Genau, das war das. Da steht tatsächlich eigentlich quasi A0 bis A7 und nicht A1 bis A8. Also quasi dann A0, A1, A2. Dann passt das doch. Gut. Dann Zeit zum Stinken. Dann Blau auf A0. Und auf dem Ground was. Jetzt gehen wir da so auf den Ground. Dann der nächste Knopf. Ey, warum ist das Stück gesteckt? Sagen. Dann mal 1. Und Ground 0. So. Okay. Und dann A2. Und auf den Ground hier oben. So, ist das gesteckt? Wer garantiert, dass es kein Sprengsatz ist, der auf einen Spuk. Er wird es merken. Genau. So, und plus minus für den Lautsprecher. So, okay. Jetzt wäre das Ding quasi startbereit. Jetzt brauchen wir das. Und das soll ja quasi den Saft liefern. Die hat eigentlich auch geladen, die müsste Saft haben. Die hat Saft. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut, aber sie hat Saft. So, war das. Dann brauche ich noch eine. Ja, die. Und jetzt muss ich mir noch eine Micro-SD-Karte rausfischen. Habe ich denn noch eine über? Ja, genau. Jetzt sammeln wir jetzt Wasserstoff und. Ja, ja. Dann wissen wir Bescheid. Nee, so weit kommt's nicht. Ich hatte doch letztens hier eine SD-Karte. Und hier ist ein SIM. Micro-SD-Adapter. Und hier eine SD. Eine Micro-SD drin. Ich muss kurz hier runter hinten an die Kiste. Yep. Tada! Da müsste eigentlich in der Action-Kamera was drin sein. Kann man die eigentlich noch gehen? Meine anderen Kopfhörer sind kaputt gegangen. Nur die Objektive drin. Das und das, aber keine Micro-SD. Da oben vielleicht. Anschließend. Da habe ich nur meinen Micro-SD-Kartenadapter mit. Havioli! Wenn man so eine Idee gehabt, für die da so Cover drauf zu machen. Naja. Aber da ist keine drin. Display. Die suche ich nicht. Da ist keine. Da ist auch nichts drin. Da ist nur noch mehr Taschengedöns drin. Ist denn die Action-Kamera? Kameratasche. Zubehörschlitten. Keine SD-Karte. Steam Link. Tue ich auch nicht.
Externe Platte, muss ich auch nicht. Scheiße, wenn es jetzt daran hängt, dass ich jetzt keine SD-Karte finde. Ha, doch, da ist eine drin. Da müsste eine drin sein. In einem Recorder. Yes! Tada! Zwei Gigabyte. Langt. MP3s sind nicht so groß, habe ich mir sagen lassen. So, Kiste zu, auf tot. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Ravioli? Das ist dem Cracky und dem Matt, das, ich sag nicht auf dem Mist gewachsen, aber das war... Ich zieh gerade Schlauch. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht genau, wie es genau 100% dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, die zwei haben das ausgeheckt. So. Jetzt muss ich aber erstmal die passenden... So, jetzt müssen wir... Eigentlich kann ich die Lüft kommen. Erstmal, der ist ja schnell heiß. Ich muss den ausmachen und zur Seite. Und kurz ein bisschen sortieren und aufräumen. Genau. Das wir ihn rausziehen. Da. Geht schon mal nach außen. Dass er da nicht stört. So. Und wir kennen uns privat. Korrekt. Korrekt, Momente. Also ich kann auch noch weitere Dinger bauen. Ich habe noch ein RFID-Modul. Und zwei MP3-Player-Kits. So, Kabel brauche ich eigentlich auch nicht. Die braucht nicht. Das brauche ich später fürs Gehäuse. Um die Powerbank von außen zu laden. Das. Und das. Schlauch, Kiste zu. So, das zu, das zu und das zu. Aufrollen. So. Lasst euch etwas beiseite. So. Jetzt muss ich auf die Tonuino-Seite mal gehen. Falsche Tastatur. Jetzt brauche ich die. Tonuino D. So. Source Code habe ich alles auf der Platte drauf. Ich switch jetzt noch nicht in die PC-Sicht, weil sonst seht ihr zu viel von meinem privaten Kram. So. Was haben wir gemacht? Es verlötet, es verdrahtet. Ist getan. Den Schaltplan haben wir auch. Ne, warte mal. Ist das richtig? Achso, ja klar. Ne, passt. A1, A0 bis A2, das passt. Und die beiden, doch, das passt. Okay, so Firmware aufspielen. Um die Firmware zu komplizieren und auf den Arduino aufzuspielen, braucht eine. Vielleicht kann ich ja doch das so ein bisschen euch zeigen jetzt mit. So, das Schaltplan packen wir hier mit rein. Kann ich das da mit rein? Egal. So, das brauchen wir nicht. Das GitHub. Das GitHub brauche ich. Voila. Das GitHub packen wir hier rein. Geht nicht. Dann packen wir das hier so mit rein und bastel ich mir da eine Übersicht. Das brauchen wir nicht. Das schließen wir. Dann mache ich einen Browser. Einen Explorer. Dann gehen wir auf diese PC. Dann gehen wir auf die Platte. Habe ich das da schon drauf? Ich habe das im Upload. Ups, so. Dann Upload Tonuino. Dann ziehen wir uns den kurz mal hier raus. Und
So, Tonuino. Da haben wir die drei Dateien. Okay. So, Tonuino. Nein, ganz alles hoch, alles entspannt, aber einfach meine Ordnerstruktur, mein Leben. Ganz einfach. Da bin ich ein bisschen, ne? Muss ja nicht jeder sehen alles. Man kann ja von einem aufs andere schließen, auch wenn eigentlich nichts zu sehen ist, aber egal. So, wir waren bei Anleitung, die Firmware aufspielen. Um die Firmware zu kompilieren, ich kann natürlich auch hier, das kann ich ja eigentlich, warte mal, kann ich das machen? Ne, dann müsste ich auf dem Stream-PC das machen. Kann ich das irgendwie machen? Ja, ich kann das ja zumindest mal vollspielen machen. So. Das können wir mal tun. So, dann gehen wir hier Augmented Gaming. Und wie Sie sehen können, ist alles schwarz. Warum das? Ach so, ja, weil der PC nicht angesteckt ist, sondern die Switch, oder? Muss ja wohl, sonst würden wir jetzt hier gerade was sehen. Ich guck mal kurz. Habe ich das gemacht gehabt? Mit dem PC läuft gar nicht. Oder nicht? Das wird schon angeschlossen. Mhm. Ich habe das Kabel abgesteckt. Ich bin doof. Nee. Sind ich jetzt doof? Don't see anything. Weil es zu groß ist. Weil er den beiden anderen Bildschirm abgreift. Wetten? Ja. Der greift den anderen Bildschirm ab. Oh, Moment. Okay. Ich glaube, ich hab's. Das ist erstmal zu groß. Das ist das erste Problem. Wir haben es gleich. Ich würde einen Schuh draus. Boah. Also unten, wie ihr sehen könnt, seht ihr schon, da seht ihr schon quasi was. Wenn ich jetzt quasi einfach mal, wenn ich jetzt weitermache, oder spiegeln, oder duplizieren. So. Dann wird auch ein Schuh draus. So. Ging doch. Okay. Breitbreit, ja, ein bisschen so, naja, nicht die Idee ist nicht dahinter, den Fallout Flair zu verströmen, aber einfach, das ist Public Domain Musik, da schießt uns keiner vom Buch, wenn wir jetzt hier machen müssen. Liest uns doch vor, was du machen musst. Viewer in die Hand nehmen, genau. So, wir sind, das hier ist nochmal, ne, Schaltplanübersicht, wir sind jetzt auf tonuino.de, das ist quasi der Schaltplan, was in der alten Version, die er gemacht hat, also, ne, der hat verschiedene Revisionen von der Platine und wie er wohl sagt, die wird immer besser. Jetzt wollen wir hier um die Firmware zu kompilieren und auf den Arduino aufzuspielen, braucht ihr den Arduino E, den habe ich geladen. Das müsste. Ich installiere erstmal das. So. I agree. Kann ich schon mal sagen, wo ich denn das? USB-Treiber. Ja, kann man da hinpacken, ist okay. Passt. Gute Nacht. Miloga A17. Kein Kanal, doch. Aber heute nicht, ich war gestern auf dem Umzug. Ich bin gestern als Fuchs mit unserem Kindergarten mit dem Umzug mitgelaufen. Mhm. Wir haben nämlich hier im Ort, sag ich mal, einen recht großen Umzug, der sehr beliebt ist für den Kreis. Und ja, da sind wir diesmal mitgelaufen. Das letzte Mal bin ich mitgelaufen bei den Kirschweihburschen oder Schützenverein für, also weitestgehend ein Schützenverein ähnlich, auch wenn nicht geschossen wird, sondern eben getrunken. Muss 2006 gewesen sein. Die geile Mucke ist, ich mache euch mal, kopiere euch das gerade mal, ist einfach archive.org. Das ist, neben, also, gibt's, archive.org ist eh mal immer ein Blickwert. Es gibt, zum einen, ursprünglich habe ich damit immer alte Revisionen von Webseiten aufgerufen, die dort hinterlegt werden.
es werden Texte und Bücher dort abgespeichert. Meistens Public Domain Sachen und Videos, wobei da habe ich mich noch nicht reingeschnürbert. Als auch Software und damit gehört auch C64 und Co. dazu. Ja. Und eben auch Audio und auch Bilder, also mit, das ist das Internetarchiv. Ja, genau, das soll ein Stream Deck werden. Genau. Kappa, kappa, kappa. Nee, schön wär's. So, hier, den Treiber müssen wir installieren. Und plus. So. Je nach Aluminium benötigt ihr einen Treiber via USB. Das haben wir schon. Das war der hier. Ich hau den einfach nochmal mit drauf. Device Driver. Select. Install. Was? Kann das? Also, pre-installed. Okay, so. Dann den Tone Unit. Das ist das ganze Package. Ups. Da! Jetzt hau ich mir noch die Brille aus der Fresse. So. Ich gehe hier kurz noch mit hoch, damit das nicht so... nervt. So. Das ist das Dev Package. So, jetzt gucken wir mal. Da ist der Schaltplan auch nochmal hinterlegt. Nur für ganz doofe, als auch die Software und alles. Nach der Installation solltet ihr die von mir verwendeten Bibliotheken installieren. Dies geht direkt im IDE über Sketch-Bibliothek einbinden, verwalten. Wo ist eigentlich die Ordnerstruktur? Okay, dann machen wir das doch. Dann müssen wir. Was müssen wir da machen? Dies geht direkt über IDE über Sketch. Okay. Nicht die Idee. Die App? Nee, kann ich nicht sein, oder? Java, Java. So. Ah, doch, Sketch. Okay. Muss ich jetzt erstmal die Bibliotheken reinpacken, oder was? Sketch. Bibliothek einbinden. Jetzt ist Blindflug an. Jetzt habe ich, ja, Seniorenclub, jetzt bin ich genauso schlau wie du. Ich habe keinen Plan. Installiert bitte den passenden Treiber und verbinde den mit... Ah, okay, jetzt muss ich erstmal den verbinden. Ich gucke aber erstmal kurz in die Ordnerstruktur. Ich hoffe... Ach, warte, ich brauche einen Adapter. Es liegt ein Problem vor. Das ist ja natürlich super. So, ich switche kurz mal um. Keine Ahnung, was da jetzt drauf ist. Ah, nur der Kram. Okay, das passt. Kann man mehr machen. Löschen wir einmal kurz. Das sind Arduino-Begriffe. Wie auch immer die zusammenhängen. Mit USB verbinden, muss ich ja das Kabelchen hier benutzen dafür. Fällt mir auf. Den brauche ich ja sowieso nicht. So. Und dann brauche ich eine USB-Verlängerung. Damit nicht bis da runter. Jetzt zurück in die Kiste. Ich hoffe, ich habe hier noch eine drin. Ansonsten müsste ich die vornehmen. Von dem Lagertischkamera benutzen. Das wäre mir nicht recht. Ist da nicht mehr? Nee. Ich hab doch da immer noch eine gehabt. Das ist nicht. Das ist aber ein längeres Kabel. Das ist etwas länger. Das ist quasi Mini-USB. Ah, hier ist es. Nee, ist HDMI-Verlängerung, oder? Nee, die USB-3-Verlängerung, aber die könnte eventuell pinseln. Ansonsten habe ich noch das kleine, kurze Verlängerungsstück. Da komme ich aber auch nicht dran. So wie die USB-3-0-Verlängerung hier. Probieren wir es. Probieren geht über Studieren. Da. So. Jetzt gucken wir kurz mal in die Ordnerstruktur.
Wir müssen wir gegen den machen. So, das Ding ist leer. Guck mal runter. Ihr könnt unter Ordner 0 bis 99 auf die SD-Karte anlegen. In diesen Ordner könnt ihr dann bis zu 255 Dateien ablegen. Sie heißen dann entsprechend 001 bis 255. Bitte lasst weder bei den Ordnern noch Dateinamen Lücken, damit würde die Software nicht zurechtkommen. Zusätzlich gibt es noch den Ordner /mp3. Hier werden einige Dateien für den Konfigurationsdialog abgelegt. Ah, okay. Weil das Ding babbelt auch. Okay. 1 bis 99. Dann packen wir doch einfach mal hier den Ordner 01 drauf. Und den Ordner 02. Und zur Hand habe ich jetzt zwei RFIDs. So, jetzt muss ich mir noch irgendwelche Sounds aus den Fingern saugen. Ich müsste noch Livestream-Sachen haben. Volume. Da wollen wir hin. Audiobooks. Shit, Audiobooks. Shit, Audiobooks. Das könnte man. Ja, komm, ich hab doch Hörbücher. Es geht ja um Hörbücher, dann nehme ich auf jeden Fall nur Hörbücher. So, nehmen wir das einmal. Und packen das hier rein. Und wenn wir dann die Box, ihr könnt gerne Vorschläge machen. Also die Box wird für einen 5-jährigen Jungen sein. Dementsprechend, wir können sie auch die Raviophon. Wir nennen das Ding Raviophon. Angelehnt an die Grammophonmusik. Böse Kuhbox. So, das haben wir geladen. Und dann packen wir noch was anderes drauf. Irgendeinen alten Sound? Ich guck mal. Ist das ein MP3? Ne, ist ein Wave-File, das brauchen wir nicht. Wave brauchen wir nicht. Wobei das vielleicht auch abspielt, aber das probieren wir dann anders mal aus. Da ist ein Sound. Nehmen wir doch mal Soundeffekte. Das wäre doch was. Da. Dann machen wir. Das ist. Nee, das ist nicht. Das, oh, das ist auch keine MP3-Datei. Nein, auch nicht. Auch keine Datei. Sag mal, habe ich hier auch nur MP3-Dateien? Da denn aus? Ist das eine? Das ist eine. Nehmen wir jetzt die mal. Das kopieren. Packen es da rein. Hallo, ich hab gesagt, pack es da rein. Kopier es mal bitte dahin. So. Und dann muss ich in dem Ordner. So, jetzt haben wir da was drauf. Und die muss ich 001 bis 205 nennen. Also muss ich jetzt hier, excuse me, Princess, die 01 umbenennen. Das muss ich aber irgendwie merken, das ist halt auch doof. Wobei da auch wieder schlaue Leute sich eventuell hinsetzen wollen und da eine App oder sowas machen, um es zu programmieren. So, haben wir das. Cool, cool Level. So, jetzt haben wir den Saft drauf. Noch irgendwas? Den Ordner hat doch MP3. Hier werden einige Dateien für die Konfiguration abgelegt. Den Ordner findet ihr zusammen mit einer Liste in einem Git-Hub-Ding. Okay, das war das Ding. Ist die Card. Edward. Okay, dann packen wir das wahrscheinlich auf die SD-Karte mit drauf. Because I'm proud when I see you walking, proud when I hear you talking. Proud of the cute little things that you say. Proud when I see you dancing, each little step entrancing. Proud of your own original way. Okay, und drauf. Noch irgendwas? I have bought a gold ring for your finger. Wedding bells will ring so drauf.
I'm proud of your clothes and how you wear 'em. So, das haben wir gemacht. Proud of the way that I am carried. I'm mighty proud of a baby like you. Die heilige Metcalf. Ja, das bin ich. So, jetzt packe ich meine Karte rein. Habe ich jetzt in das Player rein. Okay. Und jetzt verbinden wir dann wieder. Dachte ja, nach der Installation sollte die verbinden auch via USB mit dem Rechner. Dann machen wir das dann. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Haben wir gemacht. So ein bisschen. Machen wir ein bisschen aus dem Fokus hier. Hier die USB-3-Verlängerung. Da, es blinkt, es düht, es hat gedüdelt. Er hat schon mal Saft. So, braucht mir das Kabel nicht mehr. Okay. Die machen wir mal so, falls wir irgendwas hören sollten. Technik Lego Baukasten werden ja so ungefähr. So, das heißt, nach der Installation sollte den verwendeten bla 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 bla. Muss ich eigentlich so ein bisschen Mischmasch haben. Habe ich auch die Brio? Habe ich auch. Ich könnte jetzt sowas hier machen. Tada, dass man da noch ein bisschen mehr sieht. Ich kann es auch andersrum machen. Ich kann ja immer noch dazu schalten, wenn irgendwie was passieren sollte. So, jetzt wollen wir quasi über Sketch Bibliothek hinzufügen. Sketch Bibliothek hinzu einbinden. Nehmen wir das mal nach dahin. Verwalten. Zack. Okay. Bibliothek verwalten. Bibliothek verwalten. Ihr benötigt folgende Bibliotheken für euren Tonino. MRFC. Tipp. Wie ist das? MFC. Den da. In der Version. Ist das egal? Dann nehmen wir mal die neueste. Das macht halt die Mucke, ne? Feuerlöscher am Start. Nein, 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 kein Feuerlöscher am Start. We're doing it blind. So, das haben wir jetzt, dann müssen wir DF Player installieren. DF Player Mini MP3 bei Makuna. Check. Guck mal, jetzt voll die Bibliotheken, ey. Kannst einfach so fertigen Kram hinpacken. Dann JC Button. JC / Button. Auch drin. Installed. Okay. Nun müsst ihr den Sketch Tone Ino aus dem Gitter mit dem Arduino öffnen. Datei öffnen. Und dann muss ich jetzt quasi da Tone Ino Dev. Was muss ich aufmachen? Tonuino.ino. Das ist Arduino-Feuer sein. Tonuino muss in einem Sketch-Ordner. Soll der Ordner angelegt werden? Die Tatsache muss noch fortgefahren werden. Ja. So. Um jetzt auf einen zu übertragen, müsste ihr nur noch ein paar Einplätze einfügen von den Werkzeuge. Board. Arduino Nano haben wir als Basis. Das ist der Nano. Okay, dann gehen wir quasi den Arduino vor. Werkzeuge, Prozessor, Outboot Loader.
Wupp. Der. Und dann Werkzeuge Port. Je nach Betriebssystem könnte das anders aussehen. Ja, das ist dann der Com 1. Ich hab doch keinen. Oh, das ist der USB-Adapter, der dann so heißt. Der hat Saft, ne? Dann könnte das hier der sein. Vielleicht ist es der. Und dann müssen wir auf Hochland gehen. Fehler beim Kompilieren für den Board. Oha, es geht los. Fehlermeldung. Jetzt geht's los. Exit-Status 1. Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Nano. Guck mal, da kommen jetzt solche so. Sketch, Sketch. Weil er den nicht findet? Woran könnte es jetzt liegen? Woran könnte das jetzt liegen? Weil da müsste er irgendwie wegen dem Treiber, und das muss es irgendwie, vielleicht liegt es daran. Geht das? Motive Level kann nicht irgendwas. Genau, weil das ist nicht der richtige Port. Er braucht ja den Port des von dem USB-Treiber. Kann sein, dass ich neu starten muss. Systemsteuerung. Ob der Driver irgendwie drauf ist oder nicht. Und dann kommt 1. So, irgendwas war doch mit Treiber. Je nach Arduino benötigt ihr einen Treiber, damit er via USB erkannt wird. Die meisten günstigen Arduino können den CRG. Dann läuft der Treiber nicht, schätze ich mal. Nicht der richtige. Aber vielleicht muss ich noch angesteckt haben dazu. The drive is successfully advanced. Ich starte einmal neu. Kann nicht schaden. Vielleicht taucht das dann auf. So. Dann muss ich mir den Arduino abstecken wahrscheinlich. Mal ein bisschen rum. Sonst wird er wahrscheinlich vom Arduino booten oder irgendwas. Ich bin nach Checkliste gerade vorgegangen, ja. Also das Problem gerade ist der Treiber, glaube ich, gewesen. Weil der hat jetzt immer nur den normalen, standard-seriellen Port angezeigt. Formatierung bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, sondern tatsächlich, ich glaube, es liegt an, weil er hat den Port nicht angezeigt. Also er kann den Arduino gerade noch nicht per USB erkennen. Der kriegt quasi über die Schnittstelle eigentlich nur Strom. Aber keinen. Nichts anderes. Powerbank. Geht das eigentlich schon? Ja, geht auch. Also nichts. Nichts dahin, noch nichts funktioniert, ich meine, nichts drauf. Das ist ein nackscher Arduino. Ich bastle ein Tunuino. Und, warte mal. BBBB. Tunuino.d. Oder vielmehr ist er schon fast fertig. Und wir wollen jetzt eigentlich den Arduino, der das Gerüst bildet, programmieren. Aber gerade wollte der irgendwie nicht. So. Jetzt probieren wir das nochmal, ob ich ihn erkenne. Jetzt starte ich gerade das Programm. Eine Schallbombe. Genau. So.
Muss ich jetzt laden wieder? Ah, da. So. Sketch ist fertig. Werkzeuge. Bade Nano, Outline Pump. Nee, der Port ist immer noch nicht da. Das ist doof. Why is there no pork? There's no pork. Das hier ist das Problem. Weil hier COM 1 anzeigt. Der soll da aber eigentlich den Treiber zeigen. Weil das ist nicht auf COM 1, sondern der muss auf... Droge. Da fehlt irgendwie dieser Anschluss dafür. Ne, da fehlt nämlich der... dieser Controller da jetzt. Jetzt ist er gerade... Ja, aber er sollte ja doch den... ach so, ja. Du hast recht, er ist gar nicht angeschlossen. Vielleicht geht er dann, wenn er angeschlossen ist, dass er dann den Treiber erkennt. Didit. Ja, du hast recht. Geil. Kannst du die komplette Schritte nochmal machen? Also Reset und Checkliste nochmal bearbeiten? Wie meinst du das? Meinst du jetzt alle Schritte insgesamt? So, Kopf 5. So, jetzt schieben wir das hoch. Sketch wird kompiliert. Fehler. Warum? Warum? Nicht Paint. Zoom. Gucken wir mal. Ah, nicht hoch. Du sollst da runter. Jetzt wäre gut, wenn der Thorsten noch da wäre. Jetzt kommen so die Feinheiten. So, die Treiber haben wir. Mit COM 5 haben wir das Ding drauf. So. Oder ist nicht der richtige Treiber? So. Tonino. Das haben wir alles reingeladen. Nun müsst ihr den Sketch... mit der MMED öffnen, das haben wir gemacht. Um den Sketch übertragen, müsst ihr nur ein paar letzte Einstellungen vornehmen. Board Nano. Gucken wir nochmal. Wir haben den Nano oder gibt es da noch einen anderen? Uno Wi-Fi, Linio One, Arduino Pad, Arduino Pro, Robo. Ne, ist ein Nano. Prozessor ist der. Und den muss ich Old Bootloader nehmen. Und COM Port 5. Nee, ich habe nicht so viel Ahnung von PCs wie der Cracky. Da bin ich. Das war immer nur Hobby. Also da ist. Und das meiste Wissen ist schon wieder weg. Du könntest recht haben. Vielleicht ist es wegen dem USB 3.0-Kabel, ne? Aber er kennt es ja zumindest jetzt mal. Ist hier irgendwie was? Unbekanntes Board. Pit. Aber er kennt es jetzt, ne? Er kennt jetzt das Board zumindest. Stray and Program include the if in Mini. Warum hängt er da jetzt? Weil das nicht drauf ist? Was hat er denn jetzt kopiert? Oh, wie viele Meldungen. Vielleicht machen wir jetzt auch gleich Schluss, weil es schon 12 ist. Schade, wir kriegen da heute nicht direkt ans Laufen. Eine Board 9 in Nano. Old Bootloader. Error Stray in Program. Der meckert hier über den MP3 Player. Does not name type. Include in file from. Oh, da bin ich nicht firm drin. Oh, löschen im Programm. Habe ich irgendwo ein O reingehackt, auszusehen? Oder was? Ah!
Ja gut, jetzt hat er mir denselben Fehler wieder gebracht wie eben. Das war dann. Ich habe selber einen eigenen Fehler quasi produziert damit. Fehler beim Kompilieren für das Board. Mal sehen, wie sieht's denn jetzt aus? Was macht denn da jetzt für Fehler? Bootloader. Invalid. Conversion. To int. Tja. Da muss ich wahrscheinlich dann auch erstmal Dings hier, wenn ich auf der Suche bin. Es gibt ja auch so ein Forum. Hier in der Community. Also einmal im GitHub ist hier alles zu kriegen. Ja, wir sind mittlerweile bei 2.1. Sounddateien, Move-Leiste, Schaltplan, blablabla. Update für DFM. Vielleicht habe ich nicht die richtige Version drauf. Hier, 1.06. Gucken wir doch gerade mal. Nicht, dass ich die falsche Bibliothek habe. Kannst du nochmal neu beginnen mit der Software, also mit den Dingen, die du darauf speichern musst. Platt machen nochmal, dass man das Ding nackig lässt, hä? Das wäre auch noch eine Idee. Also, oder er braucht die Karte nicht. Ich nehme die Karte raus. Nicht, dass er mit der Karte zickt dann. Aber er braucht vielleicht doch irgendwas, um das drauf zu kopieren, ne? Ja. Was habe ich gesagt? DFP Mini. DFP Player Mini. Installed. Nur 1 bis 1.05. Update für 3 Tage her. Dann laden wir es doch mal runter. Dann wollen wir uns doch mal die neueste Version saugen. Mach das. Ein File. Da. Er hat das hier mal abgeupdatet, wobei die 1.05er Version nicht zu kurz kriegen, ist egal. Gute Nacht. Nochmal alles neu. Ja, ja, hast recht. Ich probiere es jetzt gerade erstmal so. Jetzt habe ich die Karte raus. Robot Player, Drive Mini Player. Makuna. Ach, hier ist die 1.06. Dann habe ich. Ah, da ist der Fehler. Der hat wahrscheinlich schon, wir haben jetzt die 1.06, ne? Deswegen fragte ich noch. Da ist jetzt der Fehler wahrscheinlich. So, wo kann ich jetzt hier die. Ist da was neu? 10, 10, 10, 2 Jahre, 2 Jahre. Ne, das neueste ist dann das Ding hier. Gitter, wo lade ich das so nach? Hier ist ein Fall, das will ich nicht. Ich will das Fall runterladen. Eieiei. Das File in GitHub Desktop. Ich will nicht GitHub Desktop runterladen. Ich will damit die Datei runterladen. Danke. Raw? Da, ja, Raw. Raw! Nein. Link speichern. Ziel speichern unter. Verlinkt Inhalt speichern unter. So. Volume. Duino und ersetzen das Ding. So. Müssen wir den nochmal zumachen. Schließen. Das zumachen. Das auch machen. Yeah, Basic Rated mit 6 Schneunudeln. Wupp, 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 wupp. Läuft. Läuft bei euch. So, tun wir den Tonuino laden. Jetzt haben wir die richtige Version. 60 Mann. Auf geht's. So, der Nano ist eingestellt. Loader, der Korn, das passt. Das ist richtig. Herr Böss, mit 15 Minuten Resub dabei. Basipock. So, jetzt versuchen wir den mal hochzuladen. Oh, das sieht gut aus. Der Sketch für den Wendel.
Okay, er lädt noch hoch, er läuft nicht. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Die Frage, ob ich... Hochladen abgeschlossen. Sieht ja gut aus. So. Jetzt in die Karte rein. Und dann, was tun wir dann? Wir haben die Firma aufgespielt, wir haben die erste Struktur der Skater. Mach die zum Tonu Ino, das haben wir jetzt gemacht. Okay, dann switchen wir nochmal rum. Kurz mal eine Pause. War so schön ruhig hier, ne? So, jetzt ist der Tonu Ino theoretisch geladen. Wie starte ich den denn jetzt? Ich habe da noch keinen Plan. Mal sehen, ob er da auf eine Karte reagiert. Oder ich muss ihn neu starten. Doesn't reagate of anything. Dann nehmen wir mal weg. Dann hängen dann die da hin Saft. Also er macht auf jeden Fall was. Da regelt nichts. Oder ich muss nochmal mit der Karte drauf. Muss ich mit der Karte programmieren? Saft. Ja, das ist Saft. Ja, das ist Saft, aber macht da nichts. Sechsmal Saft. Oh, jetzt hast du mich irritiert. Jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich den Knopf gedrückt habe. Ich dachte, das Ding macht... Das Ding macht Bärsegeräusche. Aber nein, tut er nicht. Hm. Alles Banane, du Pflaume. Jo, Mann. Trab an, du Klappstuhl. Wir haben was verlötet, aber es funktioniert noch nicht. Ich will Saft. Ich will Saft. Ich probiere nochmal das Ding hochzuladen mitsamt eingelegter Karte. Mal sehen, ob man das braucht. Ich glaube, es ist weniger. Wahrscheinlich, weil lädt er dieses Gedöns alles irgendwie in den internen Speicher von dem Arduino. Bip, 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 bip. Okay. Dann kannst du nochmal hochladen. Hochladen, hochladen. Ich mal das Manual angucken dann. Das ist der Quellcode. Das haben wir gemacht. Hall 9000. So, hochladen abgeschlossen. Achso, der hat einen Speicherplatz. Ja, genau. Der hat jetzt hier 80% belegt. Was soll das werden? Einfach nur so? Nee, das soll eigentlich ein Tonuino werden. So was hier. Mit dem man dann Musik abspielen kann. So, jetzt nochmal gucken, ob er auf irgendwas reagiert. Oder ob ich nochmal neu starten muss. Ist die Frage, ich weiß nicht, ob der Lautsprecher funktioniert. Ist auch doof, ne? Wie kriege ich jetzt quasi raus, woran es liegen könnte? Hat sich schon mal programmieren lassen. Er startet, er macht was. Er macht und tut was.
Das ist die Frage, ja. Ob er für den Lautsprecher reicht. Also, ich sag mal so. Ich hatte den Out-Lautsprecher jetzt für die... War bei den Amazon-Listen, war der immer mit dabei. It doesn't do anything. 4 Ohm. Gucken, was er da empfiehlt. Einen passiven Regallautsprecher. Jetzt gucken wir mal, was er dann genommen hat zum Beispiel. Kompaktlautsprecher. Der hat 8 Ohm, den ich hier habe, der hat 4 Ohm. Ja gut, das sollte ja eigentlich gain. So, gain. Ach guck mal, hier geht's. Achtung, DFB Mini MP3 wurde auf 1.6 in Dings aktualisiert. Guck mal. Wird ja auch alles schön. Also da gibt's. Hier gibt's eine große Community, wo alles mögliche drüber gesprochen wird. Und hier, seht ihr da. Wie der Titel verrät, wurde die Library auf 1.6. Die Arduino bietet auch bietet euch diese Version nun zum Update an. Neustart bekommen wir diese ordentlich auch. An der Dev sind ein paar Änderungen notwendig, damit diese wieder kompiliert werden kann. Ich habe einen PR erstellt. Da. Wenn ihr die DF geforkt habt, also geforkt heißt, müsst ihr ihn entsprechend nachziehen, damit eure Firmware wieder komplett kompiliert werden kann. Update. Ja gut, das haben wir ja gemacht. Dann ist es quasi ein Tonino. Batterie wechseln, Akku gleich wieder. Ja, das auch wieder. Ja, irgendwas ist mit dem Akku, mit der Camcorder im Argen. Irgendwas war, irgendwann mal was und seitdem ist lädt das Netzteil irgendwie nicht mehr so sauber. Das sind die Zellen vom Metcar. Hey. Heißt, wir sind für heute fertig. Spätestens, wenn der Camcorder aus ist. Das haben wir gemacht. Ich habe das Update bei meiner Sammlung ausgeführt. Funktioniert wieder. Was bewirken die Änderungen der neuen Library? Manu Makuna hat die Library intern die Behandlung der Player-Source, also SD, USB und Flash, geändert. Dort gab es einen Hinweis eines anderen Entwicklers. Die Änderungen haben wir wiederum Änderungen, bla 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 bla. Okay. Das bringt nichts. Ach, guck mal, der bastelt so eine All-in-One-Lösung jetzt hier. Tonuino All-in-One. Okay. Da kann man hier... Also er ist fleißig am, Prototypen basteln alles. Aber gut. Wir wollen das Ding gelöst bekommen. Warum? Transistor ist richtig. Lautsprecherkarte. Ansonsten tue ich aber den Projektmann einfach vielleicht anschreiben. Vielleicht hat er eine Idee. Weil er kennt sich ja besser aus als ich. Warum er da jetzt nicht tut, was er soll. Kann ich hier den Saft wegnehmen von der Kiste? Dann wird das aus. Kannst du die Lötstellen von dem Widerstand nochmal zeigen? Static Const Unit. Solange er nicht seine Füllung wechseln muss, wie in Farbe, ist alles gut. What? RFID besitzen eine Kennnummer. Ja, yeah, deswegen, die Kennnummer wird ja dann alles gespult. So, was kannst du mal die Lötstelle akustischen? Warum sollte der Akku hin sein? Ich meine, ich kann es ja auch über den Strom wahrscheinlich machen, ne? Der hier geht gleich. Er macht dasselbe Gedühl. Na, jetzt hänge ich hier drauf. Jetzt hat er ja Strom. Jetzt geht er den Strom über den PC. Da tut sich nichts, Er müsste eigentlich theoretisch jetzt die Ordner, die ich da programmiert habe, irgendwas tun. Was auch immer. Ich soll dir nochmal den Links zeigen, ja? Achtung, ich muss den mit anheben. Den Widerstand. Here we go. Das sind die Lötstellen vom Widerstand. Meinst du, dass wir irgendwo eine doofe Lötstelle haben, oder was?
Die von dem Player sieht nicht so ganz so geil aus da, ne? Die vorderste. Oder die da, die zweite von hinten. Achso, der Widerstand riecht nicht richtig drin, ha? 12. Oh. Er hat was gemacht. Er hat 12 gesagt. Was 12? Was tut er? Er hat was von sich gegeben. Ja, irgendwo ist ein Wackler drin wahrscheinlich, ne? Okay, dann liegt es aber nicht an dem Kabel. Dann liegt es also liegt's nicht am daran. Nochmal. Dann haben wir ihn richtig kompliziert. Dann ist es tatsächlich ein Hardware-Defekt. Und die Frage, wo? Hebt nochmal an und drückt nochmal. Heißt irgendeine Kleinigkeit. Ach so, auf Zug. So meinst du. Ach so. Ja, so. Das auf Zug ist. Stimmt. Kapier ich, dass die Kabel zukam. Tuschu! Wie viel Ampere liefert die Spannungsversorgung für den Lautsprecher? 5 Volt, eventuell. Zumindest ist hier irgendwas, ist da ein 5 Volt Zeichen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da ehrlich gesagt raus. Kannst dir gerade nicht sagen. Es blinkt, das macht, das tut. Und wo hängt's? Gut, der Arduino ist programmiert und sollte laufen. Tatsächlich liegt es dann irgendwo an der Verlötung. Ist die Frage, ob es jetzt an dem MP3-Player liegt oder eher am Lautsprecher. Ich könnte ja testweise mal alles nachlöten und dann nochmal schauen. Ja, das werden wir wahrscheinlich tun müssen, ne? Aber das machen wir heute nicht mehr. Da werden wir für heute Schluss machen. Schade. Wäre natürlich cool, wenn das jetzt irgendwie jetzt so on the fly funktioniert hätte. So beim ersten Mal, aber das wäre ja zu schön. Ist die Frage, ob man den Knopf muss man wahrscheinlich gar nicht betätigen. Aber warum hat das Ding 12 gesagt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Warum hat das Ding 12 gesagt? Warum ich sage das nicht als nächstes 11? Dann sind wir wieder beim Thema Bombe. Das ist nicht richtig drin. Tausch's mal. So.
zwar nicht, warum das irgendeinen Unterschied machen sollte. Waren die Stiftkontakte nicht richtig drin vielleicht? Nochmal. Aber die sollten ja eigentlich fest sein, ne? Sollte ja nicht wackeln. Die sind auch fest. Der ist wiederum wackelig, der Knopf. Jetzt war ein Witz, don't panic. Da bin ich halt zu wenig firmt, um zu sagen, ob also es leuchtet die rote und die grüne Diode, ob das richtig ist oder auch nicht. Dem bin ich nicht mächtig, das zu entscheiden. Das kann ich nicht sagen. So. Wenn man irgendwas liest. Ja. Das sollte eigentlich egal sein. Oder nicht? Also das ist rotes Plus. Da kann ich auch Plus packen. So. Hatte ich eben auch schon die ganze Zeit so gehabt. Aber machen wir es nochmal. Plus und den noch Minus. Ja. Stellen wir nochmal neu. Zack, Knick aus. Zu viele RFIDs in der Nähe. Wobei, das ist der Lautsprecher, der knackt, ne? Das ist der Lautsprecher, den man da hört. Das ist also der hört das nie. Ich kann es ja mal probieren, warte mal. Ihr müsstet das. Bin mir nicht sicher, ob ihr es hören könnt. So ein. Ich mach's hier mal da. Was? Ne? Also der Lautsprecher kriegt auf jeden Fall Saft. Daran liegt's nicht. Oh, jetzt habe ich irgendwas rausgezogen. Sehr gut. Und warum sind eigentlich diese Pinnöpel hier so locker? Das kann auch eigentlich davon eigentlich auch nicht sein, oder? Die Pinstifte dürfen noch nicht so locker flockig eigentlich gehen. Das Piepen kommt aus dem Lautsprecher, ja. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt zielführend, was ich jetzt hier mache, so viel drum zu probieren. Sinnvoll wäre wahrscheinlich, das irgendwie mit Sinn und Verstand zu tun. Widerstand. Widerstand meinst du? Sollte das nicht egal sein? Das ist doch kein. Ist ja keine Diode oder irgend sowas. Beim Widerstand ist doch völlig Schnuppe, wie rum ein Widerstand eingelötet wird oder nicht. Also, ne, ist ja keine Diode, die in die eine Richtung dicht macht oder nicht. Der Schalter, gute Frage. Da bin ich tatsächlich völlig noch noobisch. Er ist irgendwo wahrscheinlich. Achso, kalte Lötstelle meinst du vom Widerstand? Ja.
Wie kann ich eigentlich kalte Lötstift stellen? Die Powerbank ist voll. Ja, die ist voll. Das ist kein Thema. Das wird ein... wenn es laufen könnte, sollte, wird das eine MP3-Box, die über RFID-Karten die Lieder abspielt von einer kleinen SD-Karte. So. Nicht. Hat irgendwas gebrummt. Das bringt es aber auch nicht. Ich gucke gerade, aber blinkt der regelmäßig rot oder? Also der rote Taster scheint auch zu funktionieren. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Bei der roten blinkt er kurz. Sieht es bei der blauen aus? Gut, da ist keine Reaktionsleiste zu sehen. Jetzt die Frage, ob es da auch kalte Lötstellen gibt. Bei grün reagiert er auch. Bei blau noch nicht so richtig. Vielleicht noch Lötstellen kalt tatsächlich, ne? Ich glaube, der blaue Schalter geht noch nicht. Genau. Widerstand hat keine Polarität. Verlötung des MP3-Players. Ja, oder die Verlötung des MP3-Players. Das, weil da sind ja die Soundfiles drauf. Wenn ich die mal fest drücke. Das kann ja auch sein hier. Das ist die Verlötung des MP3-Players. Also wir werden die Lötstellen nochmal überprüfen müssen morgen. Ich kann ja zum Beispiel mal die Knöpfe einfach mal weglassen. Die sollten ja eigentlich unerheblich sein. Der reagiert ja dann quasi nur auf Tastendruck. Die sollten dann theoretisch, der tragt die ja glaube ich nicht ab, schätze ich mal. Das ist alles fest. Das ist auch alles fest. Tatsächlich, dass hier vielleicht die... da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass da eine kalte Lötstelle bei ist. Und dann... von dem Widerstand. Wenn man nochmal hier guckt. Na, hier das. Die Frage, ob das so aussehen soll oder lieber doch eher so wie da. Na, vielleicht nicht genug. Halt, ich pack mal drauf. Mit dem Schad hier, das hat jetzt, ziehst du nur ein bisschen dran und dann ist das schon locker. Oder das MP3-Blow-Nudel hat einen Hau. Ja, nachmessen müsste ich einfach, ja gut, Durchgängigkeit. Achso, du meinst kalte Lötstellen wegen Spannung messen dann darüber, ne? Durchgangsprüfe hätte ich nämlich. Nee, da muss ich mal holen. Ich weiß ja nicht, wann der piepst. Ich glaube, der piepst gar nicht. Ich habe nur so ein, für daheim nur so ein Mini-Mini-Fudel. Doch was hier durchgeguckt ist, oder? Nee. Durchgangsprüfung ist doch das Symbol eigentlich, oder nicht? Oder? Bin doch doof. Das ist doch Durchgangs. Das rote ist doch der Durchgangsprüfer. Uah. Widerstand hat auf der einen Seite keinen Kontakt mit der Platine. What the fuck?
Warum geht man durch? Man macht ja nichts. Das Ding jetzt im Arsch. What the fuck? Muss ich jetzt von der Arbeit noch einen Multimeter mitnehmen oder was? Hä? Man will das jetzt nicht. Don't get it. Don't get it, don't need it. Oh, Spaß mal hier. Plötzlich tot. Ja, aber wenn die Batterie wäre, wäre doch... Vielleicht leer? Das ist doch irgendwie so ein Symbolenbild, oder nicht? Hi! Grüß dich! Ja, ich kenne vom Multimetern eigentlich das rote Symbol hier, dass das der Durchgangsprüfer ist, oder nicht? Oder ist das das andere? Also wie gesagt, ist die Batterie vielleicht leer von dem Multimeter? Ja, aber man soll ja was anzeigen, nichts anzeigen. Ich habe damit heute noch Batterien gemessen. Achso. Ich habe damit heute noch Batterien gemessen. Ich kann ja den Widerstand mal messen. Soll ja ein Kilo sein. Oh, vor den. Säfte aus. Oder er zeigt... Ah, doch, Batterie, ja doch, du hast recht. Du könntest recht haben, dass er das Batteriensymbol deswegen anzeigt und deswegen nur noch Filofanz macht. Also richtig schräg. Sinnvolle Werte zeigt er nämlich nicht mehr an. Diese hat keinen Durchgang. Oder? Nee, Quatsch. Du hast keinen Widerstand. Also doch, acht, ja doch, da passiert was. Also. Tja. Also daran liegt sie nicht. Naja, gut. Machen wir für heute Schluss. Tag war lang genug. Versuchen wir das morgen wieder. So, du meinst die Rückseite dann wahrscheinlich, ne? Stecken wir die mal ab. Das stört. Das stört. Gehen wir ins Bett und messen weiter. Erstmal weiter messen. Wenn ich euch nicht hätte. So, wo sind wir denn hier? Da und da. Tatsächlich, ne? Guck mal. Das ist gar... Doch, da passt etwas. Aber nicht so richtig, ne? So richtig. Jetzt hat er was. Also richtig sind die Lötstellen, ihr könntet recht haben, dass die Lötstellen tatsächlich, ich muss das Pad erwischen. Weil so ist zum Beispiel jetzt nichts. Ihr könntet recht haben. Komm. Ach, es ist schon wieder 1 Uhr, ey. Oh Gott, das wird morgen wieder ein Tag. Zu schnell heiß. Genau. Ja, komm, der Robert hat recht. So, das hat keinen Sinn mehr. Wenn ich so müde bin, tue ich mich nur noch verletzen. Wir können das ja alles schön liegen lassen. Wir machen ja morgen einfach weiter. Also schaut einfach morgen rein. Es wird und bleibt spannend. Craigie, bist du noch da? Der ist schon im Bett. Der wird zu spannend. Nett. Ja, ich bin da. So. Solus Primus, Tag auch. Geht nicht um die Abstände der Lötstellen.
Ach so, ja. Ja, der ist ein bisschen frech unterwegs. Da muss man zurückbrüllen, ganz leise. Ganz leise brüllen. Leise gebrüllt, du Großer. Wir gehen einfach morgen die Lötstellen durch und dann schauen wir mal. Vielleicht hat ja auch, ich habe jetzt den einen oder anderen auch schon mal gehört, der gesagt hat, hier, dass dieses MP3-Modul, also dass die das natürlich auch einen Hau haben kann. Ne? Kann natürlich auch sein. It's all in the possibility. Oder halt irgendwo hier an der Steckerbrücke. Müssen wir mal gucken. Löten wir einfach alles sauber nach. Und dann löft das. Danke, Seniorenclub. Danke. Freut mich, dass das gefällt. Wie gesagt, bleib mir dran. Das Projekt ist längst noch nicht zu Ende. Das Ding läuft ja noch nicht mal. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen zu tun. Mir würde das keine Ruhe lassen. Ja, mir würde das auch nichts, aber mich lässt morgen die Arbeit auch nicht in Ruhe. Kann ich nicht so. Ja, manchmal muss man das halt schweren Herzens auf mehrere Tage aufteilen. Ja, ja, deswegen. Wir brauchen ja für morgen noch Content. Umso mehr können wir uns freuen, wenn es morgen früh dann läuft, morgen Abend dann läuft, direkt oder auch nicht. Und dann schauen wir mal. Vielleicht schaltet ja auch dann witzigerweise wieder der Daniel und der Thorsten wieder mit rein. Die habe ich ja getriggert mit dem Menschen im Tweet. Das hat ja direkt funktioniert. rechne mal morgen wieder mit 9 Uhr. Also realistisch ist eigentlich immer 9 Uhr. Dann spenden die Kinder, dann ist Kaffee getrunken und irgendwie noch irgendwas notwendig weggeräumt und das passt eigentlich dann soweit. Also mit 9 Uhr sind wir eigentlich morgen wieder safe. Wir sonst auch immer. Fast immer 9 Uhr. Das sehe ich immer in den Dateien in meinem Stream-Rechner. Da sind wir so um 21 Uhr, schlag mich tot. Ja. Jo. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Einschalten. Und ja. Machen wir morgen weiter. Bleibt euch wohl, bleibt mir wohl. Dann bauen wir noch eine Wacky für den Arduino. Gute Nacht an die Raviolis. Genau, und eine Nacht an die Minecrafter. Danke für den Bazzy Raid. Der ist wahrscheinlich schon längst im Bett. Und wie heißt das? Kannst du auch um 10 nachkommen. Umso besser, wenn es dann schon läuft. Ja. Und schaut auf tonuino.de vorbei. Guckt euch mal. Warte mal, ich switch gerade mal um. Ich zeige euch das gerade mal. Das ist echt funny. It's voll funny fresh. So, wo haben wir denn das denn hier? So. Gut, das Modul hat er ja angezeigt. Das ist nicht das Thema. Wo war denn hier? Hier zum Beispiel im Landhausstil. Und irgendwo gab es so eine coole. Na, hier gibt es ja Leute, die Excel-Tools basteln dafür. War nicht Seite so. Teilweise. Karten, Stromversorgung, blablabla. Hier, Gehäusegalerie zum Beispiel. So, da hast du einmal hier im Landhausstil. Da gibt es viele Leute, die sich da viel Mühe geben. Ach so, mit Holzschaltern. Das ist natürlich nett. Für ein ganzes Projekt. Oder hier, Gehäusegalerie. Da kann man sich Stroh suchen drin. Nach der AMD Gamer. Hier, auf der Seite, also da kann sich echt alles mit Leuten, die sagen, ah, das ist ja geil. Das Ding gefällt mir wirklich fett. Und dann der Lautsprecher dann hier über so einen Grammophon-Style rausgeht. Das hat ja mal wirklich geilen Flair, aber das ist nichts für Kinder. Die machen das ja ratzfatz kaputt. Das ist für ältere Kinder vielleicht. Robust. Aus Holz. Also nicht so, also mir schwebt, das ist eigentlich fast schon, das geht so in die Richtung hier, das Ding. Das geht so in die Richtung, dass ich quasi dann das Holz so hernehme und dann aber noch quasi dann auch Holz da noch, damit das ein bisschen gepuffert wird. Übrigens, hier hat einer getwittert, du hast deinen NFC-Reader spiegelverkehrt angeschlossen. Oh! Ja, aber ich dachte, das wäre. Ich hatte in einem Video gesehen, dass es so richtig wäre. Aber warte mal, ich kann ja mal gucken. Das eine ist SDA 33. Ne, die sind nicht belegt da. Meinst du, dass es das einfach ist?
Schreib's auf die Agenda. Ich hab dich ja nicht verfolgt. Ich hab's nur gerade gesehen auf Twitter. Ja, ja, aber ich hab's nicht geändert. Also, ich bin eigentlich nach dem Video gegangen und da sah das so aus, als wenn ich das so richtig gemacht hätte. Aber kann natürlich auch sein. Das wäre aber, das lässt sich aber leicht ändern. Sticky Notes! Schreib mir das auf den Zettel. Oh, du auf den Zettel. Das machen wir in die Oldschool hier Paper Notes. Kennt ihr schon die Paper-App? Die hat Legacy-Modus. Die bleibt auch noch an, wenn man ausschaltet. Das ist immer gut. Das ist sehr haltsam. Ja. Schreib mir das eh mal jetzt so kurz mal auf die möglichen Fehlerquellen. So, passt. Gibt es so ein Teil auch als Begleiterkumpel des Portal? Noch nicht, glaube ich. Die funktioniert, das Signal kommt an. Ja, ist die Frage, ob das ist immer nur. Naja, wir probieren es einfach aus morgen. Es wird nichts abgespielt. Es könnte tatsächlich, Tom, ja, wie du meinst, dass der. Das, entweder hat der MP3-Player das MP3-Player-Modul einen Schuss und die Vergabe. Aber das werden wir alles morgen prüfen. So, was hier. Kubus habe ich nicht gesehen, aber wir scrollen einfach kurz mal für euch noch für die letzten. Ich würde schon hier ins Bett. Also, da gibt es viele Leute, die da sehr viele kreative Sachen machen. Und alles Mögliche. Hier sieht man auch ganz gutes Beispiel. Ne, da machst du, druckst du einfach hier so Bibi und Tina auf diese RFID-Karten. Und dann legst du es auf und dann spielt er dann das ab, ne? Das ist doch, wie geil ist das denn? Hier, Lego-Style. Guck mal, hier ist der Lautsprecher, den ich auch habe. Also muss funktionieren. Außer er hat irgendwie interne andere Vertratungen. Hätte ich nicht gesehen. Also da toben sich die Leute Herbert-Style-mäßig Torik ziemlich aus. Muss man mal gucken, was man da macht. Das ist auch geil hier. Einfach in so einem Werkzeugkasten-Ding mit reingezimmert. Auch gut. Müssen wir so eine Kiste basteln. Hier, guck mal, hier ist die Hardware Edition mit Lüfterkühler. Easy Griff. Achso, das sind, genau, warte mal. Das habt ihr jetzt vielleicht... Deine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ja, ja, das ist nicht... Ja, danke. Passt. Könnte ich ausmachen. Ja, kann ich auch auslassen. Regenbogenfarben sind auch nicht verkehrt. Dieses Ding, was ihr seht, das habt ihr oben Eule auch schon gesehen. Das ist, das nehmen auch gerne viele, habe ich gesehen. Das ist so ein Bambus-Blumentopf. Wo war das Ding denn? Wo war es denn? Hab ich eben gerade gesehen. Ist er weg? Irgendwo war doch diese Lüfter-Hardware-Edition. Das war der. Später kam noch einer. Da. Die beiden. Also das sind Blumentöpfe. So Bambusblumentöpfe, die man da einfach genommen hat. So. Aber nun. Facecam ist weg. Weil Akku leer, weil Netzteilkabel hat ein bisschen einen Schuss. Das lädt zwar auf, aber es reicht nicht gerade derzeit, um den Netzbetrieb aufrechtzuerhalten. Von da an. Gute Nacht.